Doch, da sind wir. Guck mal. Da sind wir schon. Hier an diesem 10.05.2022 bei D&D 4D. Ihr hattet heute Heuschnupfen und konntet überhaupt nichts mehr sehen. Dann Oh musstet ihr weh. auch noch weinen, weil der Krypto-Crash euch richtig fertig gemacht hat. Und dann wurdet ihr auch noch gemobbt auf Twitter vom ukrainischen Botschafter. Aber jetzt könnt ihr raus. Jetzt wurde ich gerade noch gemobbt, weil ich keine Zombie-Apokalypse überleben Oh, würde. genau. Ihr wurdet gemobbt, weil ihr keine Zombie-Apokalypse überleben würdet. Ihr habt rausgefunden, dass ein viel besserer Name für euren D&D-Channel oder Pen-and-Paper-Channel Nicer Dicers gewesen wäre. Ja, nice, aber nicer, dicer. Nicer Dicer. Aber jetzt seid ihr hier bei D&D 4D mit die Genesis am Dienstag. Grüße gehen raus an Ashes hier und an Shawnee. Mein Hi. Heuschnupfen ist, meine kleine Nase ist ganz rot. Ich habe mich nochmal mit Medikamenten vollgepumpt, bevor es jetzt hier gleich losgeht. Und ich reden muss für 2, 3 Stunden. Du schaffst es. Lol. Ja, ich denke auch. Ich erstmal nach Hause gekommen, schön 2 Stunden gepennt. Einfach da gelegen. Ich habe letztens so ein Bild gesehen von so einem Igel, der wurde ge-X-rayed und musste so festgeklebt werden beim Tierarzt. Und genau so lag ich auch da. Ja, so war es bei mir heute. Und wie geht's euch so? Ich hoffe, ihr habt keinen Heuschnupfen, weil the suffering is real. Suffering is real. Oh no. Seit letztem Donnerstag nicht in der Schule. Gute Besserung an dich, Ash. Gute Besserung an alle. Gute Besserung. Gute Besserung. ja, Leute. So. Wir sind mal wieder hier. Man hat wirklich nichts verpasst. Wir sind mal wieder hier, um die Genesis zu spielen. Die Genesis! Aber Die Max, Sp passiert diese Woche noch irgendwas Cooles auf diesem Kanal? OMG, du hast ja sowas von recht. Am Donnerstag spielen wir das große, unvergleichliche Dungeons and Dragons Vampirabenteuer The Curse of Strahd. Okay. Wir bereiten uns seit Wochen und Monaten darauf vor, auf diese erste Session. Wir haben unsere gesamte Kreativität zusammengebracht, um was Geiles zu machen. Und ich hoffe, es wird richtig cool. Ich kann mir eigentlich nie anders vorstellen, dass es cool oder uncool wird. Es gibt sogar Gerüchte, dass es was mit Piraten zu tun haben könnte. Curse of Strahd hat nichts mit Piraten zu tun. Harley dachte das, als wir dann zusammen die Layouts geschnitten haben und er einen kleinen Ausschnitt gesehen hat von dem Roll20-Bild von Curse of Strahd, hat er gesagt: Ach, das geht um Vampir. Ich dachte, es geht um Piraten. Einmal komplett missverstanden, aber Setzt ich einfach glaube, alles das in wird noch Curse eine of kleine Strahd mit Überraschung, weil Piraten ihr ist. müsst wissen, Max hat im Chat vorher, na, ihr kleinen Piraten, habt ihr schon Bock geschrieben? Oh. Habe Und ich es gab wirklich? dann, und es gab Piratenflaggen und so weiter. Und ich glaube, dass ihr das hier ganz, ganz geschickt versucht zu bespielen. Da wurden Piratenflaggen gesendet und ja, höchstwahrscheinlich werden Plot-Twist. Vampirpiraten drin vorkommen. Piratenflaggen und ganz viele falsche Signale habe ich gesendet. Ja. Es tut mir echt leid, ey. Aber okay, vielleicht werden bei Curse of Strahd auch Piraten auftreten. Wir werden es auf jeden Fall ein bisschen anders spielen, als das im Buch steht. Seid gerne dabei. 19 Uhr, gleiche Zeit, nur 2 Tage später. Und was machen wir morgen um 19 Uhr? Wir spielen wieder die Genesis. Ist ja kommt los. Ich spiele Forbidden Lands. Komplett egal. Ah, du spielst Forbidden Lands, geil. Lisa macht auch was anderes, aber ich spiele mit Annie und B. Den Ja, ich B-Plot. mache auch was anderes. Naja, okay. Du bist bestimmt im Chat und guckst zu, oder? Schlafe ich auch einfach mal eine Runde. Kannst du natürlich auch machen. Wir spielen den A-Plot oder den B-Plot mit Andy und Benny.
mit Gaston, nee, mit Lupo und René in Toulon. Und ich hoffe, es wird alles cool. Es ist mir so warm. Es ist wirklich furchtbar. Die Gegebenheiten für diesen Stream sind echt nicht so gut. Heuschnupfen-Medikamente sind drinne. Heuschnupfen pumpt. Ich bin verrotzt, aber ich habe auch doppelt und dreifach Bock, weil... Oh nein, was habe ich... Man kann leider nichts erkennen. Piratenflaggen. Kann man leider nichts erkennen. Da sind Piratenflaggen und dann steht danach, wie viel Uhr wollen wir Piratenmäuse am Sonntag denn starten? Ja, scheiße. Hast du deinen ganzen Charakter auf Piraten ausgelegt? Oder? Mein ganzer Charakter ist komplett, der hat eine Piratenvergangenheit. Favorite enemy, Pirates. Das wird super, ey. Ihr seid in einem Schloss. Ja, gibt's hier irgendwo Kanonen? Augenklappen? Oh man. Darin habe ich nämlich Proficiency. In Augenklappen? Hm. In okay, einseitig okay, schauen. Okay, komm, jetzt müssen wir uns fokussieren. Ich will mal kurz sagen, ne? Wir gehen jetzt auf die Pirateninsel. Ja! Was ist das hier heute? Was soll das? Okay, kommt, aufhören mit diesen Albernheiten. And let's play some D-Genesis. Wer ist Bell? Wieso habe ich Bell schon geklärt? Ich weiß auch nicht. Das muss Ashes hier uns erklären. Bestimmt meint sie Forkel. Wen sonst? Forkel. Ja. Liebe Leute, die Musik geht an. Und ihr könnt mir kurz mal erklären, was beim letzten Mal passiert ist. Halli, fang doch mal an. In unserer Session? Ja. Ja, gar kein Problem. Also, Erinnerungsvermögen ist bei mir on point. Wir waren auf dieser Insel, wo wir rüber gesegelt sind. Und haben uns erstmal ein schickes Plätzchen gesucht, um die Nacht und den Abend zu verbringen. Und daraus wurde eine herrliche Zusammenkunft einiger Apokalyptiker. Wir haben getrunken und Burn konsumiert bis zum geht nicht mehr. Und deshalb ist dieser Stream hier auch ab 16. Also wenn ihr kleine Babys seid, raus mit euch und macht mal lieber ein Englischprojekt. Es geht hier heute um Drug Use und es wird vielleicht auch ein bisschen spicy werden. Also 16 plus. Wie ging's dann weiter? Wen habt ihr am Strand getroffen in der Nacht? Am Strand? Ach, ich dachte gerade am Strand. Am Höhepunkt dieser Party quasi, während mir die Tarotkarten, Gaston die Tarotkarten gelegt wurden, ja, von Yuri und in die Zukunft geschaut wurde, römerte plötzlich ein Typ den Strand entlang, der auch alsbald, wir ihn gesehen hatten, zusammenklappte. Wir sind dann hingerannt, aber es war kaum noch was zu tun. Yuri hat dann Hilfe geholt, weil er etwas gesprochen hat von einer gewissen Hilfe. Wie hieß sie noch? Das war zu leise geflüstert. Callisto. Und diese Callisto saß in der Nähe am Strand, glücklicherweise herum. Und du bist doch zu Callisto gerannt dann, oder nicht? Nein, das waren ihre Raubkrähen, das war Riva. Die haben uns da hingebracht, stimmt. Ich dachte im ersten Moment nur, das wäre Callisto direkt gewesen. Nein. Logisch. Die haben uns dann da hingebracht und haben ihn getragen. Wir wurden verhört und er wurde geheilt und zusammengepflegt, während wir mit den Oberkrähen kommuniziert haben in der Zwischenzeit und einiges rausgefunden haben. In kurz zusammengefasst haben wir rausgefunden, da musst du einspringen, Lisa. Was haben wir rausgefunden? Wir haben rausgefunden... Sorry. Warte. Also wir haben rausgefunden, dass sie gesprochen haben über irgendwas, was in Toulon passiert. Der Phönix hat eine Nachricht geschickt. Sie sollen irgendwelche Männer bereit machen. Also wir wissen nicht so, was da los war. Und dann sollten wir aber in der nächsten Nacht
zur Versammlung kommen. Willst du da noch weiter erzählen? Nee, mach ruhig, wenn du gerade da on point bist. Wir haben uns am Tag irgendwie getroffen, haben mit Beira gesprochen und du hast Mitglieder von der Sonnenwindschar gesehen, die irgendwie total komisch angezogen waren und verbunden mit dem Pheromanten sind, aber dafür gutes Burn herstellen. Das beste Burn aller Zeiten. Und die sind dann aber irgendwie abgehauen und wir konnten keinen Kontakt zu denen aufnehmen. Dann hat die Versammlung angefangen, wir sind mit zur Festung gegangen und der Anführer der Sonnenwindschar hat halt irgendwas gesagt, von wegen, ja, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Warte mal. Der ist angekommen und irgendjemand hat gesagt, was wollt ihr eigentlich hier? Und er hat ihn kurzerhand einfach mit einer krassen Gestik, die er gemacht hat, getötet. Die Apokalyptiker haben sie nämlich die Pheromantensklaven genannt und das fanden die gar nicht nice. Und ihr dann hat Callisto eine Speech gemacht und hat über Toulon gesprochen, dass dort etwas Großes passieren wird. Zentrum der Verwerfung oder sowas. Mhm. Und dass alle Scharen ihre Kämpfer Meridian unterstellen sollen. Ich weiß nicht, ob das ein... Ich habe aufgeschrieben, is this a guy? Meridian is a guy. Okay. Und es ist untersagt, dass die ganzen Scharen untereinander Kämpfe machen, sondern jetzt sich vereinigen müssen, was ein bisschen für Unmut gesorgt hat unter den Apokalyptikern. Was nicht normal ist für dieses Zusammenkommen. Mhm. Dann ist dir noch was passiert und dann ist mir noch was passiert. Ich bin mitgegangen ich glaube, Sabatar hat gesagt, dass Iva mich sprechen will, also der, den wir gerettet haben in der Nacht. Der war aber ein bisschen out of it und ich habe irgendwas rausgefunden. Sabatar übrigens auch eine sehr große Burn-Userin, die wir getroffen haben. Oh ja, sie ist richtig out of it. Und die hat irgendeine Connection zu Gaston. Sie ist auf jeden Fall die Wahrsagerin der schwarzen Schar. Ja. Und dass wir vermutlich an Nachforschung, also dass ich auf jeden Fall von Iva, ja, dass ich Nachforschung in Toulon anstellen soll. Genau. Und ich habe mich dann noch mit den Sonnenwindentypen unterhalten und denen gesagt, dass ich interessiert bin zu hören, was bei denen los ist. Und die waren an einem Handel interessiert, woraufhin wir uns zurückgezogen haben und der Handel losgehen soll an einem anderen Ort, der nicht dort ist. Also Leute, ganz ehrlich, ne? Ihr habt das so toll zusammengefasst, dass ich mich frage, warum ihr das nicht öfter einfach freiwillig macht. Ihr müsst euch da echt nicht verstecken mit euren Fähigkeiten. Das war richtig, richtig toll. Durch. Ich fühle mich richtig pädagogisch wertgeschätzt. Wertgeschätzt und es aufgewertet, hat mich berührt. Ne? Aufgewertet. Ich mach das jetzt immer. Ich schreibe direkt mit jetzt. Ein kleiner Fehler war drin. Callisto hat gesagt, dass sie das bitte nicht machen sollen, also dass sie aufhören sollen zu kämpfen. Aber ein wirkliches Verbot hat sie jetzt auch nicht ausgesprochen. Vor allen Dingen, no gods, no masters, Apokalyptikern wäre das eh egal. Aber was ihr auf jeden Fall sagen könnt, die Stimmung ist ein bisschen gedämpfter, als ihr euch das vorgestellt hättet dieses Jahr. Genau, denn was auch noch wichtig ist, alle Seher und Seherinnen der Scharen rund ums Mittelmeer haben die ganze Zeit ein ähnliches Blatt gezogen, beziehungsweise das gleiche Blatt gezogen, wo der Absonderliche über dem Schöpfer thront. Und durch die Ankunft von diesem Iva, durch das Angespültwerden dieses gefolterten Mannes, soll jetzt quasi das erste Zeichen ausgesandt worden sein, dass diese Verwerfung, die dort stattfindet und die das Tarot ankündigt, wirklich echt ist. Toulon soll das Zentrum dieser Verwerfung werden und was das jetzt bedeutet, finden wir im Laufe der Kampagne raus. Ihr beiden, Gaston und Jurian, befindet euch jetzt noch im Schwarzen Nest und wir sehen diese Festung aus Schrott, Metallteilen, Blech und Geschütztürmen. Oh no, jetzt seht ihr meine Notizen. Wir haben nicht geguckt.
schnell rüber. Da. Nicht in den Spiel. Zu spät. Schade. Warte, das ist noch einmal ein Screen. Okay, jetzt weg. Okay. Genau. Wir fahren quasi an die Insel, auf der sich das schwarze Nest befindet, heran und sehen diese hell erleuchtete, mit Fackeln erleuchtete Festung mit ihren Geschütztürmen und ihren Schrott- und Blechteilen, die hier und da schon anfangen zu rosten. Wir sehen einige Apokalyptiker, Wächter, einige Raubkrähen patrouillieren auf so Zinnen. Ich glaube, so nennt man das. Und wir sehen die ganzen verschiedenen Apokalyptiker, die Männer und Frauen, die mit Federn und Kopfschmücken bedeckt sind. Gepierste Gesichter, tätowierte Gesichter, die miteinander reden, und generell ist die Stimmung doch schon sehr gedrückt. Es ist ungefähr so 15 bis 30 Minuten her, dass Callisto die Ansprache gehalten hat. Und du, Gaston, gehst jetzt gerade aus der Festung hinaus. Es ist da quasi Open Door Policy. Man kann reingehen und rausgehen, wann man will. Und es befinden sich jetzt auch einige Leute schon draußen an der frischen Luft. Du bist in Begleitung von insgesamt drei Leuten. Eben diese seltsamen, kuttentragenden Apokalyptiker der Sonnenwindschar. Zum einen wäre da mal dieser ältere Mann, den du klar als Anführer identifizieren konntest und der auch den Apokalyptiker, der ihn da bisschen unhöflich angegangen ist, mit einer kurzen Bewegung ermordet hat. Und der sich gerade abstützt auf einen Gehstock, den du jetzt, während du diesen Leuten folgst, beobachten kannst. Mach mal einen Perception-Wurf. Perception. Ich habe drei Erfolge und ein Trigger. Drei Erfolge und ein Trigger. Du gehst diesem Mann hinterher, und du kannst ihm hinten auf sein Haar gucken. Ich habe ja, wie gesagt, der ist ziemlich massig und ein bisschen dick, so etwa 60 Jahre alt, hat langes, blondes und ziemlich fettiges, teilweise verfilztes Haar, das so mit Erde, auch Moos, siehst du teilweise, bewachsen ist. Er trägt diese schuppige Alligatorenweste, die du jetzt ein bisschen sehen kannst, weil seine Kutte ihm schon so ein bisschen schief hängt. Und eine kleine Kappe auf dem Glatzkopf. Und du beobachtest ihn, während du hinter ihm hergehst. Du siehst, dass seine Kappe aus einem ganz feinen Flaum ist. Und je näher du drauf guckst, merkst du, dass das die Farbe und die Textur von Bienenhaut hat. Also es ist schwarz und geht dann ins gelbliche, goldene rein. Diese Kappe, ganz, ganz seltsam. Und sieht ja aus, als könnte man die so abnehmen und wieder aufsetzen, oder ist sie so verwachsen? Nee, es sieht aus, als könnte man die auf- und absetzen. Und dieser Stock, auf dem er sich abstützt, ist ja oben so seltsam verformt gewesen. Jetzt kriegst du auch erst das erste Mal die Möglichkeit, da reinzugucken oder da drauf zu schauen. Und du siehst, dass an diesem Stock sich ein Bienenstock gebildet hat. Und du meinst auch hier und da dann Summen rauszuhören. Eieiei. Neben dir geht ein weiteres Mitglied dieser Delegation.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob er dir seinen Namen gesagt hat. Er ist sehr hochgewachsen, hat sehr breite Schultern und einen Topfschnitt und ein sehr, sehr ernstes Gesicht. Auch er hat die Kapuze abgenommen, aber geht jetzt neben dir, stolziert neben dir. Er ist rund einen Kopf größer als du. Und dann wäre da noch die letzte Person, die du bis jetzt noch gar nicht wirklich ansehen konntest. Ja, du konntest einen kurzen Blick auf sie werfen. Es ist eine relativ zierliche Frau. Aber mehr konntest du noch nicht von ihr erkennen. Ihr verlasst diese Festung und bewegt euch ein bisschen abseits hin zu einer Klippe, von der man aus auf die Insel Korps rüberblicken kann. Kann ich auf dem Weg den Typen neben mir schon ansprechen? Ja, auf jeden Fall. Ich würde ihn gern fragen. Das, was euer Meister da gemacht hat, kannst du das auch? Was meint ihr? Er guckt dich nicht an, sein Blick ist starr nach vorne gerichtet. Gestikulieren und plötzlich sackt einer zu Boden? Ist das irgendwas, was ihr alle könnt? Nein. Diese Gabe. Also nur er, ja? Ihr könnt euch sicher sein, dass es noch andere Leute mit besonderen Talenten in unserer Schar gibt. Und vielleicht werdet ihr sie kennenlernen. Die eigentlich auch mal? Nicht so ungut, aber ihr wirkt alle so ernst. Wir sind fürs Geschäft hier. Und außerhalb des Geschäftes? Er dreht sich jetzt zu dir um, lächelt und sagt: Glaubt mir, die Transgression ist uns nicht fremd. Das werdet ihr noch erfahren. Das würde ich mir, also sein Lächeln würde ich ganz gerne wissen, ob das jetzt, war das ein Lächeln von Herzen, war das so ein einstudiertes Mundwinkel nach oben ziehen, oder? Würfel auf Instinkt und Empathy. Drei Erfolge, ein Trigger. Das war ein Lächeln nach dem Motto, you ain't seen nothing yet. Du kleiner Burn-Junkie hast gar keine Ahnung, was bei uns abgeht. Glaub mal. Aber es kam von... Glaub mal. Also es... Okay. I'm hooked. Klingt gut, Mann. Klingt gut. Es hat nicht zufällig was mit dem Superburn zu tun, was ihr zu haben scheint. Superburn. Naja. Ihr kommt zum Stehen, tatsächlich an einer Klippe, wo ihr raussehen könnt, in Richtung der Insel Korps. Und diese Frau, die, wo du noch nicht so viel Zeit hattest, sie dir anzugucken, dreht ihr den Rücken zu und blickt einfach starr aufs Meer. Der Anführer der Gruppe dreht sich dann zu dir um und sagt: Und wie können wir ins Geschäft kommen? Was braucht ihr? Seid ihr interessiert an Geld? Burn? Burn können wir liefern. Wir sind interessiert an Abnehmern. Ich hätte Interesse dran. Wenn das Zeug wirklich so gut ist, wie ihr sagt, dann kann ich ganz gut was davon gebrauchen, denke ich. Hey, warte mal, von wie viel sprechen wir denn hier?
Wir sind hier, um das zu besprechen. Und vor allen Dingen interessiert mich, wo ihr verkaufen wollt. Und wo ihr es uns abnehmen könnt. Bevor ich euch das sagen kann, muss ich wirklich erstmal die Qualität überprüfen und feststellen, ob das wirklich das Burn ist, von dem alle sprechen. Ich meine, euer Trick vorhin war schon beeindruckend, aber wer sagt mir, dass ich nicht schon viel besseres Burn habe als das, von dem ihr redet? Er wirft dir einen lächelnden Blick zu und kommt relativ nah an dich ran. Und anders als erwartet, als du es erwartet hättest von diesem doch sehr ekelhaft wirkenden Mann, tritt er an dich ran und du hast sofort einen Geruch in der Nase, der sich gut anfühlt. Ja, also du fühlst dich gleich, es ist relativ wohl, als wäre es ein Mann, der dich beschützen würde. Also leichte Vatergefühle hast du schon für ihn. Und er sagt, du willst also eine Kostprobe, mein Sohn. Zorn nickt nur. Raglia! Ich glaube, wir haben es hier mit einem echten Romantiker zu tun. Zeig es ihm. Und sein Blick wendet sich in Richtung der Frau, die dir immer noch ihren Rücken zudreht. In dem Moment fahren aber ihre Arme hoch und sie befreit sich von der Kapuze und auch von der Robe. Und du siehst hellblond zurückgekämmte Haare, die jetzt frei liegen. Und an die aber an ihren Schulterblättern zu einem sehr fein geflochtenen Zopf zusammenlaufen. Und im nächsten Moment dreht sie sich um und du siehst sehr, sehr feine, filigrane Gesichtszüge mit sehr markanten Wangenknochen und eine bleiche und fast violett anmutende Haut. Ihr Blick trifft dich und du erschreckst dich kurz, denn ihre Augen scheinen fast komplett weiß zu sein, mit nur sehr kleinen Pupillen in der Mitte, aber keine erkennbare Iris. Und sie bewegt sich langsam auf dich zu und du hast noch einen kurzen Moment, um deinen Blick schweifen zu lassen. Und du siehst, dass diese violett anmutende Haut ab ihren Lymphknoten ungefähr sich schwarz-dunkel verfärbt. Je näher sie kommt, merkst du, dass ihr ganzes Dekolleté von einem Bienenflaum überdeckt ist. Und dann, Gaston, steht sie direkt vor dir. Ich würde dir ins Ohr flüstern, du wirst mich doch jetzt wohl nicht stechen, oder? Im nächsten Moment, Gaston, nähern sich ihre Lippen den deinen. Und ja, sie beginnt dich zu küssen. Ihre Zunge versucht in deinen Mund einzudringen. Ja, wow, warte mal. Das geht ein bisschen schnell. Ich will einen Schritt zurückgehen. Gehst du einen Schritt zurück? Ja, safe. Alles klar. Also so zart. Nicht so bam, sondern ja. So nach dem Motto, höflich einen Schritt zurückgehen, vielleicht lernen wir uns erstmal ein bisschen näher kennen mäßig. sie starrt dich einfach nur an. Und die Blicke der beiden Männer gehen jetzt auch in deine Richtung.
Normalerweise lernt man sich doch etwas kennen zuerst, oder nicht? Ist das bei euch anders im Sumpf? Ich meine, nicht, dass ich was dagegen hätte, aber das ging mir jetzt doch schon ein bisschen schnell. Es ist der große Mann mit dem Topfschnitt, der zu dir spricht und sagt, doch kein Interesse. Ich dachte, ich teste das Burn und plötzlich hat sie angefangen mit mir. Ich würde da lieber gerne etwas privater nochmal drauf zurückkommen und nicht hier vor. Vielleicht testen wir das Burn und verziehen uns ein bisschen, Ich denke, wenn euch das Burn interessiert, könnt ihr genug davon in Bayonne kriegen. Gut. Dann also zum Geschäftlichen. Wohin könnt ihr liefern? Ich glaube, wir hatten eure Fähigkeiten als Geschäftsmann ein wenig überschätzt. Überschätzt? Ich glaube, ihr unterschätzt mich noch immer. Und dann würde Gaston einen Schritt auf das Mädel nochmal zumachen und sie küssen. Alles klar. Und ich möchte dabei so einen richtig sicheren geschäftlichen Eindruck vermitteln. Also ich versuche irgendwie diese kulturelle Distanz, die sich dazwischen uns jetzt gerade aufgebaut haben, mit sicherem Auftreten bei totaler Ahnungslosigkeit. Das ist mal ein Business-Move. Das ist mal ein Business-Move. Jetzt bin ich gespannt. Alles klar. Gaston, du beginnst sie zu küssen. Sie öffnet ihren Mund und ihre Zunge trifft auf deine. Und du merkst sofort, dass da irgendwas doch seltsam ist. An dem Gefühl von deiner Zunge auf ihre Zunge. Das ist keine normale Zunge. Es fühlt sich so an, als wären kleine Knubbel an dieser Zunge. Viele kleine Knubbel. Und der Geschmack ihres Speichels erfüllt sofort dein ganzes Bewusstsein. Gaston, das ist wunderschön. Und als du im ersten Moment noch Zweifel hattest, oder die Zweifel, die du im ersten Moment noch hattest, sind in einer Millisekunde weg. Und du lässt deine Zunge von ihrer umherschlagen und schmeckst ihren süßen Speichel, der sich mehr und mehr in deiner Mundhöhle sammelt. Und im nächsten Moment schluckst du ihn. Du erwischst dich dabei, wie du diesen Speichel runterschluckst. Sehnst dich nach ihm, während ihre Zunge weiter auf deine einschlägt und du spürst, wie das, was du gerade runtergeschluckt hast, in deinen Magen einfährt und dort Gefühle von Wärme und Geborgenheit durch deinen Körper ausgesendet werden und Erinnerungen rasen an deinem inneren Auge an dir vorbei. Das erste Mal, dass sich jemand sanft berührt hat. Umarmungen. Erinnerungen an tiefe Gefühle der Geborgenheit und der Liebe. All das rast durch dich durch. Du kriegst einen Punkt permanente Versporung. Das Versporung, die niemals weggehen kann. Ich bin dann bei Max 8 von 8 Versporung. Alles klar. Dann gucken wir, ob das für dich auch bedeutet, dass du noch einen Punkt Versporung kriegst.
Da musst du nämlich werfen, einen Würfelwurf. Und zwar ist das. Ach, warte mal, ich kriege einen permanenten schon. Auch noch, nur einen permanenten? Du kriegst einen permanenten dazu. Du kriegst einen und der ist permanent. Also du kriegst plus eins auf jeden Fall. Aber der ist permanent. Und wenn dich das rüber triggert, dann musst du auch nochmal werfen. Also ich habe mir jetzt bei Actual ein eingetragen. Ich hatte vorher 7 von 8, jetzt habe ich 8 von 8. Bei Perm habe ich 0. Perm hast du jetzt 1 und wir werfen, ob du noch einen kriegst. Okay, get it. Du brauchst nur einen Erfolg auf Psyche und Glaube oder Psyche und Wille. Und Gaston, du kriegst tatsächlich 3 Würfel dazu. Psyche und Fokus, ne? Psyche und Willpower oder Willpower habe ich. Oder Faith, ja, genau. Willpower. Faith habe ich nicht, genau. Plus 3. Ich brauche einen Erfolg. Mhm. Ja, der ist mit 7 Würfeln ja wohl dabei. Come on! 5 Erfolge und 3 Trigger. Alles klar. Ja. Gaston, du merkst, dass dich diese Wärme von innen erfüllt, dass die in dich hineinsinkt und versucht, sich tief in deinem Herzen zu verkeilen. Aber sie prallt doch ab an irgendetwas in deinem Inneren, an im tiefsten Kern deines Ichs und seiner Prägung. Okay, also habe ich das Gefühl, als hätte mich das wirklich zu so einem seelenlosen Opfer ihrer selbst gemacht, quasi? Nein, du hast gerade das Gefühl, als hätte man dir das beste Burn ever gegeben. Mhm. Und du hast das Gefühl, dass die Welt dir zu Füßen liegt in absoluter Liebe. Okay, spüre ich, dass von ihr irgendwie was ausgeht, was mich hätte jetzt beeinflussen sollen oder so? Was mich jetzt hätte von ihr abhängig machen sollen oder sowas? Also, weil das ist ja an mir abgeprallt, an meinem innersten Ich. Das heißt, du hättest das auch vollkommen, du hast versucht, es vollkommen zuzulassen. Es ist tatsächlich dann aber abgeprallt an etwas in deinem Inneren. Aber es hätte dich auf jeden Fall noch weiter in eine Spirale der Abhängigkeit bringen können. Okay, weil dann würde ich gerne mich aus diesem Kuss lösen. Ja. Aber ihr vorspielen, dass mich das so ergriffen hatte, wie ich denke, dass es mich ergriffen hätte, wenn es nicht an mir abgeprallt wäre. Mhm. Falls ich mir das vorstellen kann als Gaston. Also falls ich wirklich als Gaston jetzt den Eindruck habe, Alter, wenn da nicht gerade irgendwas in mir drin passiert wäre, dann wäre das so und so ausgegangen, dann würde ich ihr genau das vorspielen wollen. Ja, dann musst du einmal auf Charisma und Ausdruck würfeln, Expression. Das ist mein Main-Skill. Wow. Das machen wir doch. Ich nehme trotzdem nochmal 2 Ego-Punkte dazu, sicherheitshalber. Pressure. 5 Erfolge, 3 Trigger nochmal. Mhm. Ja, Gaston, es fällt dir nicht schwer zu Schauspielern, dass du von dieser ganzen Aktion komplett hin und weg bist. Du merkst aber im nächsten Moment, dass sie sich schon von dir entfernt hat und wieder unter ihrer Kapuze verschwunden ist. Und dann würde ich mich zu dem Typen drehen. Ja. Und vortäuschen, dass mir die Tränen nur so übers Gesicht runter. Bin ich high? Ja, auf jeden Fall bist du. Oh, ich bin richtig high. Okay, dann will ich, dann will ich ihn angucken und einfach anfangen,
das so zu übersteigern und so zu hyperventilieren fast und ihm so. Tut mir leid, dass ich an den Burn gezweifelt habe. Und will zu seinen Füßen fallen und. Ich, egal, was es mich kostet, ich möchte das Geschäft. Du bist dem alten Typen zu Füßen gefallen, ne? Mhm. Ja. Er geht in die Hocke und geht ganz nah an dein Ohr und sagt, also so hörst du ihn. So, jetzt können wir reden. Ja, lass uns reden. Wo könnt ihr verkaufen? Montpellier? Auf jeden Fall Montpellier. Montpellier, Toulouse. Egal, wo ihr wollt, Toulon. Ich kann überall verkaufen. Ich kann überall Leute. Ich habe Kontakte, ich habe Freunde. Ich habe auch das nötige Geld. Gut, gut. Und er, du kannst es gar nicht erkennen, was er macht, weil du gerade halt ihm zu Füßen liegst. Du spürst aber, wie seine Hand auf einmal oder seine Finger durch deinen Nacken fahren. Und du spürst, wie er da irgendein Öl oder sowas verteilt? Eine Art glitschige Flüssigkeit. Macht das irgendwas mit mir? Du merkst da nichts von. Und findest die Berührung auf deiner Haut sehr angenehm. Das ist schön. Was ist das? Oh. Will mehr davon auf meinem Nacken. Wir werden dich finden, mein Kind. Wir werden dich finden. Und im nächsten Moment setzen sie sich in Bewegung. Und lassen dich dort an der Klippe liegen. Gehöre ich jetzt zu euch? Der Mann mit dem Topfschnitt blickt nochmal in deine Richtung und sagt: Ein Anfang ist gemacht. Und dann siehst du, wie sie im Gleichschritt in Richtung der Festung wieder gehen. Und wir lassen dich dort kurz allein, Gaston, weil wir zurückschneiden zu Juri, die gerade woanders ist. Nämlich in dem großen Konferenzsaal, kann man jetzt nicht sagen. Es ist ein großer Raum inmitten dieser Festung mit so einer großen Galerie, von der aus Callisto ungefähr vor einer Viertelstunde gesprochen hat. Du bist jetzt aus Ivars Zimmer herausgekommen und machst was genau, Juri? Ich glaube, ich suche erstmal Bayra. Oh Mann! Danke für den Follow, wer auch immer es war. Mr. Brizzles. Mr. Brizzles, vielen Dank. Du gehst, du betrittst wieder diesen großen Saal und gehst diese Wendeltreppe runter, die nach unten führt.
ja, in den unteren Teil des Saales, wo sich sehr, sehr viele Apokalyptiker immer noch tummeln, tuscheln, miteinander Sachen besprechen. Du kannst mal einen Perception-Check machen. Mhm. Gaston, don't forget to stay hydrated. Cheers. Ui, zwei Erfolge. Mhm. Ich kann jetzt nicht mehr sehen übers Tablet, wie sie aufgeteilt sind, aber das ist ja bestimmt. Ah ja, klar sehe ich das. Zwei Erfolge. Ja, du weißt ja, wo Bayra noch beim letzten Mal war. Ja. Genau. Die hatte sich irgendwo im hinteren Teil des Raumes da irgendwie eingerichtet. Und ja, du gehst da wieder hin. Sie steht nicht mehr genau da, wo sie letztes Mal stand, sondern ein bisschen weiter weg. Scheint da ein bisschen verloren zu sein. Du siehst sie da auf ihrem Gehstock so leicht eingebuckelt in den Raum starren und scheint nach irgendwem zu gucken. Also auch zu fragen, wo irgendwer ist. Also ich würde mich zu ihr bewegen, aber ohne das so mega, ey, Bayra, ich bin wieder da zu machen, sondern eher so ein bisschen wieder an die Wand gelehnt. Ich will nicht so beobachtet werden dabei, wenn ich zu ihr gehe. Ja, sie scheint auch ein bisschen durch den Wind zu sein und bemerkt gar nicht, dass du neben ihr stehst für so 10 Sekunden. Und dann dreht sie sich so um wieder und sagt, oh, Juri, da bist du ja wieder. Oh, ich habe mir Sorgen um dich gemacht, aber du hast das gut gemacht, da oben. Danke. Ich glaube, ich muss nach Toulon. Was? Wer hat dir das? Was ist? Warum musst du nach Toulon? Das soll doch der Ort sein. Der Ort der Verwerfung. Juri. Jeren. Sabata? Sabata? Hat sie dich? Sie hat mich zu Eva gebracht. Und das, was bei Eva passiert ist, ist ein Zeichen, dass ich nach Toulon muss. Nun. Ich meine, dass wir diejenigen waren am Strand, die ihn gefunden haben und ihn gerettet haben und was die Karten mir gezeigt haben. Ich muss da jetzt einfach hinterher. Ich kann da jetzt nicht einfach... Ich meine, das wird hier eh keine Versammlung mehr, so wie sie sonst war. Das hat Callisto gesagt. Sie hat gesagt, wir sollen alle uns unterstützen. Das habe ich wohl gehört. Oh. Ja, Juri, dann lass uns jetzt gehen. Was wollen wir noch hier? Ich weiß nicht, ob da noch irgendjemand noch mehr Leute umbringt heute. Keine Ahnung. Es waren diese Sonnenwind-Schar-Leute. Oh. Kein guter Umgang. Gar kein guter Umgang. Nein, nein. Ich weiß nicht genug über sie. Ah. Lass dir das gesagt sein. Ich glaube, ich möchte heute wieder an den Strand. Oh. Naja, dann lasst uns erst einmal raus hier, ja? Bitte. Ihr versucht euch so durch die Menge zu kämpfen. Die Tür befindet sich so vielleicht 20, 30 Meter von euch entfernt. Der einzige Ausgang aus diesem Raum, auf dieser Ebene, aus diesem Stockwerk zumindest. Und du hörst, wie sich vor euch ein kleiner Aufruhr bildet. Da scheinen einige Männer und Frauen
so ein bisschen aneinander zu geraten. Dann hörst du sehr distinkt, wie ein Apokalyptiker raustritt und es bildet sich so ein Pulk um ihn herum, also ein Kreis quasi. Und ein Apokalyptiker mit einer krassen Mähne, zurückgekämmten Haaren, freiem Oberkörper, tatted up, fucking ripped, steht da und sagt, ganz ehrlich, selbst wenn Callisto gesagt hat, wir sollen uns keine Kämpfe liefern, wie sollen wir Meridian unterstützen mit einer schwachen Führung in unserer Schar? Und ihr hört das Gröhlen um euch herum, was jetzt langsam anfängt, so. Wenn er tatted up ist, kann ich erkennen, zu welcher Schar er gehört? Hat er irgendwelche Tattoos? Ja, würfel mal Legenden, also Intelligence und Legends. 4 Erfolge. Und ich weiß wieder nicht die Trigger, aber ich gucke mal auf Roll20 online. Zwei Trigger, nice. Dieser Mann gehört zu einer Schar, die sich die Rostfalken nennen. Besonders aktiv tatsächlich in Montpellier, wo du herkommst. Deshalb sind hier diese Tätowierungen auch bekannt. Weiß ich, wer der Rabe von seiner Schar ist? Nee. Also die Schar ist auch nicht so sehr groß, diese Rostfalken. Ja, aber anscheinend gibt's da gerade Rangkämpfe. Aber er ist nur aus der Gruppe rausgetreten, also er streitet sich mit einer Gruppe und nicht mit einer anderen Person? Doch, er streitet sich mit einer anderen Person, die jetzt auch in die Mitte dieses Kreises tritt. Es ist eine ziemlich kräftige und durchtrainierte Frau. Mit einer gedrungenen Körperhaltung, aber so, dass man schon an ihrem Körper erkennen kann, dass das richtig wehtut, wenn die dir in die Fresse haut. Peter auf jeden Fall ein Stück näher. Ich will wissen, was da abgeht. Alles klar, sie nickt ihm zu und sagt, dann los. Und zückt ein Messer. Und um euch herum fängt die Menge an zu gröhlen. Sagen, ja, jetzt geht's doch los. ja, die beiden sind in diesem Kreis, gehen so rum. Ich glaube, eigentlich möchte ich mir das auf jeden Fall angucken. Aber ich glaube, ich würde Beira sagen, ob sie vielleicht nochmal irgendwo außen lang gehen kann. Keine Ahnung. Wenn die eins abkriegt, dann fällt sie, glaube ich, um. Beira legt die Hand auf deine Schulter und sagt, Juri, komm. Jetzt, wo es hier gerade losgeht? Alles so, Stech sie ab! Stech sie ab! So richtig wahnsinniger Typ ruft das so rein. Juri, ich finde, das möchte da schon bleiben. Ach, ist ein bisschen intense. Auf jeden Fall. Dann versucht sie vielleicht so Beira so so schützend vorbeizubringen. Aha. Erstmal und dann, keine Ahnung. Ja, du versuchst sie zur Tür zu bringen. Als wäre ich hier fucking Bodyguard, Mann. Genau. Das ist auch vergleichsweise einfach, weil sich jetzt einfach um diese Leute herum dieser Kreis gebildet hat und dann sehr viele Leute da in die Mitte gezogen werden. Ich würde sie dann irgendwie, ich würde sagen, zu deinem Zelt schaffst du es bestimmt. Ich komme nochmal vorbei auf dem Weg raus. Gut. Und sie stapft davon und wird wieder umgerempelt.
Von einer Gruppe junger Apokalyptiker, die sich jetzt auch an dir vorbeidrängen und dich umschubsen. Weil sie sagen, hey, da geht's los, drin, da geht's los. Also wenn mich einer anrempelt, dann gebe ich also nicht aggressiv, sondern eher so im Vibe sein auch so ein kleines Rempeln zurück. Mhm. Ja, es guckt dich Körperspannung, so ein, weißt du? Ja, so ein etwa 18-jähriger Apokalyptiker mit so einer Hälfte seines Schädels ist komplett abrasiert. Mhm. An der anderen hängen richtig viele Zöpfe. Guck dich so an. Oh, er kriegt Evil Eye von mir, richtig. Er kriegt Seherin, Spooky Witch, Evil Eye. Ja, wir sehen uns nachher noch. Und er rennt rein in den Raum und schließt sich da dem Pulk an. Kann ich mich da nicht irgendwo hinsetzen? Irgendwie auf irgendein Podest, auf irgendeine Reling und einfach mich davon begeistern lassen, wie die Leute sich hier körperlich wehtun. Auf jeden Fall. Du kannst nach oben gehen. Oh ja, ich lehne mich über irgend so eine Reling. Ja. Und hey. Genieße ja. diesen Moment. Ja, du gehst hoch. Es ist auch tatsächlich schon, also du hörst schon so, wow, wow. Ach, du merkst, die geraten das erste Mal so ein bisschen aneinander. Und als du oben bist und von oben drauf guckst, auf diesen Kreis, in dem der Kampf stattfindet, siehst du auch, dass dieser durchtrainierte Typ hier schon einen Cut hat an seinem Unterarm. Jetzt aber sein zweites Messer zückt. Für wen bist du? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht über diese Leute. Ja, bist du für den Hot Guy oder für Strong Woman? Datest du mich gerade? Ja. Das hört sich so an wie, are you a true feminist or not? Oh Mann. Warte, ich stelle mir vor, wie ist der Typ von dem Spiel, das du gespielt hast? Von Baldur's Gate? Asterion. Nein, nicht Asterion, sondern okay. Der auf dem Wald. Du weißt, wie ich meine. Ich bin für den Hot Guy. Natürlich. Okay, dann würfel mal für den Hot Guy. Ich würfel für. Setz Cash. Die Raben. Oh nein, ja. Ich habe aus Versehen OBS angeklickt. Oh nein. Okay, also. Ey, wir werfen mit 5 Würfeln beide. Okay. Weil die doch relativ. Obwohl, ne, ich werf mit 4. Du wirfst mit 5 und wir gucken, wer mehr Erfolge hat. Was soll ich denn würfeln? Einfach nur 5 W20 oder W6? W6. Oh, das ist auch nicht viel besser. Nein. Komm, wir gehen in Best of Three. Du siehst also, wie dieser durchtrainierte Apokalyptiker mit seinen 2 Messern jetzt auf die Rabin zugeht. Die Rabin? Das ist eine Rabin? Die Anführerin in der Schar. Oh shit, ich dachte, das ist eine andere Schar. Nee, es ist inner nee, Apokalyptiker. Dann bin ich auf jeden Fall für ihn, weil er macht was, weißt du? Ja. Disruptive Kräfte, okay. Ja, Anti-Authority und so. Er versucht super schnell auf sie einzustechen. Also, er macht so eine Drehung, Antäuschung. Sie hat das aber schon 10-mal gesehen, diesen Trick. Duckt sich weg, okay. Er geht über sie rüber und im nächsten Moment zieht sie ihm ihr Messer einmal so zack, über seine Abs. du kannst, wir würfeln nochmal. Gleicher Wurf. Na los, Hot Guy. Oh Gott. Ja, du bist besser dran, ne? Ich bin wieder besser dran, okay. Ja, er fässt sich über den Bauch, sieht das Blut, sieht seine blutigen Hände über dem ganzen Spektakel. Thront dieser riesige Walschädel mit den ganzen Kerzen drauf und diese Kerzen werfen ihr Licht auf seine blutigen Hände und im nächsten Moment hat er zack ein Messer in seinem Hals stecken, geht auf die Knie und die Menge fängt an zu jubeln, zu grölen, als sie das Messer rauszieht und eine Blutfontäne herausspritzt. Ja, und die Frau, die jetzt gerade diesen Todesstoß da gesetzt hat, brüllt in die Menge rein und ruft, sonst noch irgendwer! Sonst noch irgendwer! Und um sie herum
schreien, die Leute jubeln. Die Leiche, man weiß noch nicht, ob er tot ist, wird rausgetragen, rumgeworfen. Ja, das ist da jetzt gerade los. Und du überblickst dieses ganze Chaos. Versuche, die Verwerfung in diesem Raum zu verinnerlichen. Den Kampf, die Gefühle, den Geruch des Kampfes, Blut, diese Menschenmasse. Und dann würde ich rausgehen auch. Ja. Also du nimmst, du spürst einfach, du nimmst den ganzen Vibe auf. Ja. Atmest tief ein. Das ganze Adrenalin, du kannst es förmlich riechen, ja. Den Todeskampf, den Sieg am Ende. Wahnsinnige Atmosphäre, die jetzt aber auch wieder abebbt, als du den Raum verlässt. Ja, und wieder durch die Gänge dieser Festung schreitest, in Richtung Ausgang. In dem Moment würde ich gern zu Gaston schneiden, der jetzt ziemlich heftig schwitzend immer noch kniend an dieser Klippe steht und es einfach zu 100% fühlt. Geht auch die ganze Zeit, fährt er mit seiner Zunge über den Gaumen, um zu gucken, ob sich da irgendwelche Knubbelchen schon bilden. Ja, du spürst nichts. Und dann tastet er sich so ab und hinten auch nochmal nach dem Zeug da und riecht. Riecht das noch irgendwas? Es ist ein leichter Geruch, aber viel weniger als du erwartet hättest. Aber auch ein prägnanter Geruch, den du so nicht kennst, wie ein bisschen wie Honig, nur 10.000 Mal intensiver vielleicht. Und dann würde ich so stolpernd vor Erregung und Aufregung, Erregung nicht im sexuellen Sinne, dass wir es hier richtig verstehen, danke. Würde ich meine Freunde suchen. Deren Namen ich gerade nicht mehr weiß, aber ich würde einfach stolpernd ihre Namen rufen. Mhm. Wie hießen die denn nochmal? Ja, nee. Arik und Falco. Arik und Falco. Ein Glück kannst du dir meine Freunde merken, ey. Arik! Falco! Ja, Gaston, du erhebst dich, tastest dich ab, leckst dir um die Lippen und du drehst dich um und da steht jemand. Wer? Du blickst in zwei Augen. Die sind sehr dunkel. Es ist ein Mann, der vor dir steht. Und im nächsten Augenblick nennt er deinen Namen. Wo kommst du denn her? Gaston. Gaston, bist du das? Ja. Ich kennst du meinen Namen? Wer bist du? Ich dachte mir doch, dass du das bist. Gaston, schön dich zu sehen. Und er umarmt dich. Und Alter, als er dich wieder loslässt, ist eine wundervolle Umarmung. Also die Berührung auf deiner Haut fühlt sich immer noch sehr intensiv an. Und du riechst und du kennst diesen Geruch. Du kennst den Geruch dieses Mannes. Würfel mal bitte auf. Mach mal einen Kombinationswurf. Instinkt und Empathie. Und Verstand und Legenden. Instinkt und Empathie. 4 Erfolge, 2 Trigger. Mhm, dann den nächsten Wurf mit 2. Und da brauchst Was? Du 5 Erfolge. Den nächsten Wurf mit 2 plus, weil du 2 Trigger hattest. Intellect und Legends. Genau, da brauchst du 5 Erfolge aber. Boah, was? Kein leichter Wurf. Ja, ich...
Oh, fuck. Sorry, ich hätte nicht gedacht, dass ich das in so eine Krise wirf. Ne? Ja, doch, ich habe Intelligent Legends. Intellect Legends habe ich richtig wenig. Ich habe noch 5 Ego Points. 3 kann ich maximal einsetzen, ne? Ja. Das schaffe ich niemals, ey. Ich setz trotzdem 3 ein, scheißegal. Warte mal, geht's gerade nur darum, ob ich den kenne? Mhm. Und ob du weißt, wer das ist, ne? Oh, fuck, ja, ich muss das wissen. 8 Würfel. Oh nein, 4 Erfolge nur. 2 Einsen vor allem. Gaston, die Sache ist die... Du bist halt super fucking high. Und du weißt, dass du diesen Mann kennst. Und auch jetzt, als du in sein Gesicht blickst, das ist ein ungefähr ja, so Mitte 40-jähriger Mann. Relativ hager und groß gewachsen. Er hat auch eine ziemliche Mähne am Start, dunkle Haare, die auch zurückgekämmt sind, aber nur bis zu einem gewissen Punkt und dann auch das an der Seite auch noch so Zöpfe. Und vor allen Dingen thront auf seiner Stirn eine Art Brille oder sowas, was so aussieht wie ein Nachtsichtgerät oder sowas, was du eher bei Lupol oder irgendwelchen Chronisten vermuten würdest. Das alles erinnert dich an was. Aber du kannst es nicht genau sagen. Du kannst nicht genau sagen, woher du diesen Typen kennst. Ich weiß es, oh Gott. Ja, egal, ich bin tierisch high. Ich umarme ihn einfach nochmal und versuche das so wegzuspielen. Und umarme ihn nochmal und sage, ey, Alter, lange nicht gesehen, Mann, wirklich. Ich suche gerade Falco, weißt du, kannst mir ja suchen helfen oder so, ich bin nur gerade ein bisschen neben der Spur, weißt du. Aber voll cool, dich nochmal gesehen zu haben, ey. Gaston. Ja, Mann, auf jeden Fall, ey. Ich hab mich echt gefreut, ja. Gaston, also, komm her. Er kommt nochmal her, umarmt dich nochmal und du hörst, wie seine Stimme an deinem Ohr flüstert. Und in dem Moment, die Nähe wieder, gibt dir nochmal so einen Schub von dem Hai. Du wirst immer komplett durchgerüttelt und er sagt, Gaston, ich hab dich immer gemocht. Du musst nach Toulon kommen. Toulon? Gaston kriegt so ganz weiche Knie aufgrund der ganzen Eindrücke, Erfahrungen und des zusätzlichen Rausch und geht, glaube ich, so auf die Knie runter. Was soll ich denn in Toulon? Weißt du noch, als wir uns früher unterhalten haben? Ich hab's jetzt gefunden, wonach wir gesucht haben. Was? Komm nach Toulon, bitte. Ich werde dich dort finden, glaub mir. Daran bin ich gut, das weißt du. Alles klar, Mann. Und kein Wort zu niemandem, dass ich hier war. Kein Wort zu niemandem. Toulon, alter Mann. Ja, klar, ey. Klar, habe ich eh noch was zu erledigen. Im nächsten Moment... Und Gaston ist die ganze Zeit damit beschäftigt, zu überlegen, woher, was... Und so. Im nächsten Moment stehst du da wieder alleine. Und du weißt nicht wirklich, ob das, was du gerade erlebt hattest, wirklich passiert ist, oder... Oder du dir das eingebildet hast. Vielleicht war es eine Wunschvorstellung, weil du einfach mal wieder eine Umarmung bräuchtest. Hier los, ey. Falco! Fuck. Ja, du stehst draußen, immer noch auf der Klippe. Ja, du weißt, dass deine beiden Buddies auf jeden Fall drinnen sind, wenn irgendwo. Dann gehe ich da hin und mittlerweile schwer torkelnd und zittrig. Ja. Falco, Mann, Arik, ich brauche euch jetzt hier. Fuck. Dir entgegen kommt eine weitere Gestalt. Die erkennst du aber, es ist Bayra. Und sie guckt dich an. Ah, Gaston.
Was machst du hier? Beira. Beira, Alter, ich weiß nicht. Beira. Und ich würde ihr so schwitznasse Hände hier so an die Flatsch da so hinpacken und sie angucken und sagen, Beira, entweder ich bin hier genau am richtigen Ort oder ich bin fucking nochmal am Arsch. Fuck, Beira. Nun, ich glaube, ich kenne die Antwort. Und sie stößt mit ihrem Stock deine Hände weg. Bisschen vorsichtig, Mann. Du hast keine Ahnung. Du hast doch keine Ahnung. Scheiße, Beira, du hast wirklich keine Ahnung. Und dann würde Gaston weiter sprinten zu dem Eingang. Alles klar. Du begibst dich zum Eingang der Festung. Das Tor ist immer noch auf. Fackeln brennen an beiden Seiten. Du gehst rein in den Innenhof, auf das richtige Gebäude auch noch zu. Und da kommt dir Juri entgegen. Hey, Juri. Alter, die ganze Welt steht hier. Nur die Leute, die ich suche, nicht. Alle kommen sie mir entgegen, ey, Juri. Hat Bayer heute Morgen schlecht geschissen? Hat die einen Quersitzen oder so? Fuck, Bayer ist jedes Mal so seltsam. Ja, ja, das merken alle. Was ist los mit Bayer, hä? Ich glaube, ich würde gestern an der Schulter so drehen. Du sollst mal ein bisschen für Spaß sorgen. Und vor mir, mit mir mitschieben. Ich will wieder in die andere Richtung. In welche Richtung? Richtung Partyzentrale. Also rein, da wo ich auch hin will. Nee, nicht in die Festung. Da gehen ja jetzt ja die Leute raus. Ey, Juri, ich muss da rein, Mann. Warum musst du da rein? Alter, ich muss unbedingt Ari was erzählen. Und wer, wem? Ich hab einen dicken Deal am Laufen wahrscheinlich. Ja, Gott, du kannst es dir nicht vorstellen, ey. Die Zeit, wie sie das bisher war, hier war, weißt du nicht. Gucken, Juri, die Burn Zeit ist vorbei. Ich wollte mir gerade ein bisschen Burn suchen. Und du kommst mit. Hab ich dabei. Und im Schrank. Ich wollte eigentlich Beira fragen. Und ich krieg noch mehr. Du wolltest Beira nach Burn fragen? Für rituelle... Ja, natürlich. Klar. Beira hat sicher das beste Burn der Welt dabei, Mann. Es muss ja nicht zu sowas führen, wie zu dem Punkt, an dem du gerade bist. Ey, Juri, aber ganz im Ernst. Ich gebe dir einen kleinen Tipp, wenn du Burn willst, Mann. Und du siehst die Leute mit den Kutten, ja? Ja. Oh, dann knutsch mit der Eulen rum, die Kapuze tief im Gesicht hängen hat. Ich schwör's dir, das ist so geil. Wirklich, versprochen, Juri. Versprochen. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich damit meine, aber... Oh, fuck, ich schwitze. Ich geh rein, Juri. Ich muss meine Freunde was fragen. Kommst du mit? Ja, dann lass mal was rüberwachsen. Ja, klar, Alter. Ich brauch das Zeug sowieso gar nicht. Okay. Aber wenn ich mir noch mehr von dem Zeug reinknalle, dann kipp ich um. Okay. Und ich schmeiße eine Knolle zu. Ich will auf jeden Fall gucken, wo er sich das herholt. Das hole ich jetzt immer noch aus der Innentasche quasi. Da kann ich da was sehen, dass da sehr viel drin ist? Oder ist das nur so? Es ist nicht mehr so viel drin. Ich würde sagen, da sind noch 3 von deinen OG-Burn-Knospen aus In Thy Blood drin. Weil du auch echt viel geshared hast. Ich habe genau mitgeschrieben. Okay. Oh mein Gott. Dann erzähl mal, wie viele da sind. Es sind jetzt noch 5 Knospen Burn. Und eine Knospe Burn hat noch René. Also jetzt habe ich ihr noch eine zugeworfen, das heißt, es sind noch 4. Okay, er wirft dir eine faustgroße Burn-Knospe zu. Die er einfach aus seiner Manteltasche holt. Ja. Reines Zeug. Nicht so geil wie das Zeug, was ich gerade hatte, aber fuck, das ist schon ziemlich gut. Weißt du was? Ich laufe dir jetzt einfach hinterher. Klar, wenn du das Zeug unterwegs konsumieren kannst, Mann, kein Problem, komm mit. Okay, ja. Ja! Du weißt doch, wie man Burn nimmt, oder? Ja! Okay, cool. Gott, ich dachte, ich müsste dich jetzt babysitten oder so. Okay, komm, schnell. Gaston? Ich habe auch vergessen, dir zu sagen, oder beziehungsweise, Juri,
dir kann ich das auch sagen. Gaston wirkt zwar ein bisschen drauf, aber er wirkt auch ziemlich charismatisch. er kann dich schon begeistern, muss ich sagen. Und wie er redet, sehr artikuliert, sehr, sehr gut einfach. Verstehe. Ja, er hat einen Vibe, er nimmt dich mit. Er riecht auch richtig gut. Auf jeden Fall. Always. Ne, wir gehen da, wenn wir in die Festung reingehen, ist da überall noch Blutlache und alles? In der Festung selber, ihr seht einige Blutflecken. Aber wo gerade der Kampf war oder was? Ja, ihr müsst tatsächlich, wenn ihr in die Festung reingeht, müsst ihr ja noch einen Gang entlang, von dem immer wieder Räume abgehen. Räume, die auch aussehen, als würden sie, wenn ihr da einen Blick reinwerft, als würden sie gar nicht zu diesem Originalgebäude gehören. Das wäre einfach irgendwie ein zusammengeklautes Haus an allen Ecken und Enden. Ihr müsst halt schon so eine Minute gehen, um in diesen Versammlungssaal zu kommen. Ich würde dann so sagen, hier rutscht nicht auf dem ganzen Blut aus. Ja, also da liegen einige Blutflecken. Dann ziehe ich mir, glaube ich, das Burn rein. Aber ich will nicht, ich will so Shadowing. Ich will jetzt dem Verrückten, nicht Verrückten, sorry, so wollte ich das nicht ausdrücken. Ich glaube, ich folge einfach Gaston in seinem Trip. Und versuche, so wie bei dem Kampf, so ein bisschen dieses Adrenalin nachzuspüren und aufzunehmen. Und, einfach das auch so ein bisschen symbolisch für das zu sehen, was vielleicht in Toulon passieren könnte. Halt so in so eine Situation sich einfach reinzugeben und zu sagen, okay, ich lasse es jetzt einfach passieren, aber versuche immer noch dabei zu beobachten. Alles klar. Ja. Das ich glaube, ich verstehe, Aufgabe. Was du meinst. Du möchtest einfach das aufsaugen, was hier passiert und einfach auch einen Trustfall into Chaos machen. Ja! Gucken, wie das so läuft hier. Ja, ich verstehe. Möchtest du das Burn konsumieren? Ja. Alles klar. Ihr beide dürft tatsächlich mal einen W6 würfeln. Gaston, dein Ergebnis wird plus 2 gerechnet. Ja. 1 plus 2 sind 3. Alles klar. Gaston, du bekommst für die nächste Stunde auf Charisma und Verhandlungswürfe und Charisma und Ausdruckswürfe plus 3 dazu. Juri. Mhm. Da würfel ich natürlich die 1, ist es so klar. Du hast das schon ein paar Mal gesehen, wie Leute mit einem Messer zwei Löcher. Hey, ich hab schon mal Burn genommen. Ah, okay. You're no stranger to this. Alles klar. Nein, doch auf jeden Fall. Irgendwann mal. Für so rituelle Purposes, glaube ich. Ja. Du hast diese faustgroße Knospe in der Hand. Das ist schon ziemlich groß, ne? Schneidest zwei Löcher rein. Ja, ist halt so wie so eine Rolle Klopapier. Oh mein Gott. Loch eingeschnitten. Autsch. Ja. Du pustest die Sporen wieder aus. Du hast auch gewürfelt, ne? Mhm, eine 4. Eine 4, okay. Die nächste Stunde, also du saugst das ein. Normalerweise das Burn, was du hier in Franka kriegst, ja, ist Burn, was du aufsaugst, dann erfüllt es deinen ganzen Körper so von der Brust quasi aus mit Wärme. Und vor allen Dingen in deine Herzgegend setzt es an. Und wenn du das für rituelle, aus rituellen Gründen genommen hast, hast du das auch oft zum Meditieren genommen und du hast einfach gespürt, wie es sich in deinem Herzchakra festgesetzt hat und das zum Leuchten und zum Pulsieren gebracht hat. Dieses Burn ist ein anderes, muss ein anderes sein. Denn es fühlt sich ganz anders an. Dein Körper wird gerade gezogen, stehst da in auf einmal mit geraden Schultern, dein Solarplexus rausgedrückt. Und du bist extrem selbstbewusst auf einmal. Du fühlst dich kräftiger, stärker als jemals zuvor. Du hast eine 4 geworfen, ne? Du kriegst die nächste Stunde auf dein Körperattribut. Also auf alles.
Athletik, Ausdauer, Faustkampf, Härte, Kraft und Nahkampf. Kriegst du plus 2. Außerdem, fühlst du dich mental einfach auch gestärkt. Egal, was die Zukunft dir entgegenwirft, egal, welche Verwerfungen du facen musst, du wirst das schaffen. Du wirst am Ende siegreicher hervorgehen. Ja. Und okay. du folgst Gaston? Ja, aber dann auch selbstbewusst, dann auch wirklich so gerade und so ein bisschen Bodyguard-mäßig fast schon. Was wahrscheinlich total unsinnig ist, aber... Ja, wir sehen euch da richtig cool lang gehen. Gaston, so ein bisschen zu slick. Er macht so immer so. Und du daneben richtig cool so. What up? Ich hab gerne mal. Ja. Ja, genau so. Geht so, in diesen Gang geht lang. Wie so ein Verrückter, der gerade so die Eingebung gekriegt hat, einfach. So. Oh. Ja, ihr geht in Richtung dieses Festsaals. Der Saal ist immer noch gut befüllt. Es gehen immer wieder Leute rein und raus, so. Aber ihr hört da keinen Aufruhr mehr. Es findet da gerade kein Kampf statt. Und vor allen Dingen Leute, die reden, trinken, Burn konsumieren. Sehe ich da irgendwo, meine Freunde sitzen? Ja, du bist ja auf der Suche nach denen. Wirf auch nochmal Perception, ob du sie findest. Perception. Auf Charisma habe ich. Alles, was mit Charisma zu tun hat, habe ich plus, ne? Ja. Ich möchte auch gerne... Du hast auf... Du hast auf Verhandlung und Ausdruck. Expression und... Contact, Negotiation. Ja, genau. Ich habe 2 Erfolge, 1 Trigger. 2 Erfolge, 1 Trigger. Ich möchte wissen, ob ich Riva irgendwo sehe, die Rabkrähe. Mhm. Also jetzt nicht unbedingt so suchend, aber ich gucke mal. Okay, aber du kannst auch Perception werfen. Ja, Gaston, du siehst tatsächlich deine beiden alten Kollegen. Kumpels, mit denen du hier abgehangen hast die letzten Tage, immer noch in ihrer Ecke stehen. Okay, ich springe irgendwo in der Nähe auf den Tisch oder auf irgendwas Erhöhtes. Mhm. Ich möchte erhöht zu denen stehen. Alles klar. Ja. Das kannst du machen. Da steht ein Tisch, an dem aber auch Leute sitzen so. Und egal, gerade ich spring da drauf. Unterhalten. Du springst drauf. Hey, was ist los? Was ist dein Problem? Angucke oder hey, ruhig bleiben, Mann. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben! Ganz ruhig. Was ist dein scheiß Problem? Bleib locker, habe ich gesagt. Zahnlose Apokalyptiker, guck jetzt zu dir hoch. Was ist dein scheiß Problem, Mann? Ich gehe in die Knie. Ja. Greif eine dicke, fette Polle, leg die vor ihm auf den Tisch und sag, ich habe kein Problem. Wirf mal auf, Charisma und Verhandlung. Du verhandelst. Wenn er nach dieser Polle greift, dann greife ich seinen Arm. Das meine ich. Okay. Du willst mir den Knospen aus der Hand reißen, oder was? Nein, wenn du die da hinlegst so. Und der Typ will sie sich krallen. Okay. Ich warte ab. Ich lehne mich gegen den Tisch. 5 Erfolge, 2 Trigger. 5 Erfolge, 2 Trigger. Ja. Er guckt zu dir hoch, hat gerade noch so einen richtig wütenden Gesichtsausdruck und geht dann so. So. Und will nach der Polle greifen. Mhm. Juri, in dem Moment greifst du zu? Ich greife seine Hand. Greifst seine Hand. Hey, Kleine, was ist dein Problem jetzt? Was ist deine Mission? Nicht einfach so. Klar, Mann, die ist geschenkt. Die ist geschenkt. Juri, die ist geschenkt. Ich möchte an den Typen rangehen.
Ich stoß mich vom Tisch ab und ich bewege mich in den Space von diesem Typen. Ganz nah ran. Ja. Ich sag zu ihm, gibt's irgendwann in den nächsten Tagen so einen kleinen Weg? Vielleicht morgen, übermorgen. Nach Cholor, den du kennst? Oh, was ist das hier? Nur eine Frage. Was ist hier? Mit einer Belohnung. Good Richter, Bad Richter? Was ist so ein scheiß Problem, Mann? Du bist nach Cholor. Keine Ahnung, was Yuri vorhat, Mann. Keine Ahnung, was Yuri vorhat. Yuri ist eine eigenständige Person. Damit habe ich nichts zu tun. Ich will euch allen nur was erzählen. Und vor allem meinen beiden Freunden. Yuri, ich möchte ihn intimidaten, ja? Ja, würfel mal. Psyche und dominieren. Du brauchst 3 Erfolge. Also ich will kurz sagen, ihr redet gerade mit einem random Guy, der wahrscheinlich zu Arik und Felko gehört. Ich bin auch high, okay? Das stimmt. Max versucht mit 2 komplett Druffen die Ordnung zu behalten. Ich mach mir auf jeden Fall ein paar Ego-Points. Getting lost. Drauf, warte. Ich hab jetzt einen Ego-Komplex, okay? Ich will jetzt in Control sein hier. Warte. Oh man. 2, 3. Ja, mach ich noch welche drauf. Domination. Nice. Mhm. Let's go. Was habe ich gerollt? 3 Erfolge wären gut. Die habe ich nicht gekriegt. 2 Erfolge. 2 Erfolge. Also, ist er wahrscheinlich einfach an der falschen Stelle. Er guckt halt so rüber und sagt, wir fahren nach Toulon. Hast du das hier nicht mitbekommen, oder was? Du standest da oben, Mann, was ist dein Problem? Und er hat immer noch die Knolle in der Hand und du hast seine Hand in deiner Hand und... Was ist denn das? Hä? Ich versuche zu verstehen, ob er den einfach kriegt von dir. Für gar nichts. Er kriegt sie einfach so. Dann lasse ich ihn los und ich schubse ihn von mir weg. Leute. Ihr Shapeshifter habt alle einen an der Klatsche, Mann. Und er stößt, ja, geht weg von euch. Und in dem Moment kommt Arik zu dir. Ich würde aber ihm noch zurufen und sagen, hey, die Shapeshifter haben dir gerade eine fucking Knolle Burn geschenkt. Bleib gefälligst hier und hör zu. Wirf er nochmal auf Psycho und Dominieren. Psycho und Dominieren? Ja. Okay. 2 Erfolge, 1 Trigger. 2 Erfolge, 1 Trigger. Der Trigger lässt ihn auf jeden Fall kurz da stehen und er guckt so ein bisschen und weiß nicht, was er machen soll. Okay, ich kümmere mich dann auch nicht weiter bei ihnen und sag, Leute, ich weiß ganz genau, dass ihr über die Shapeshifter lacht und dass wir eine Witzverein sind. Es liegt aber nur daran, dass wir alle Individualisten sind. Nicht so, wie das hier alles aufgebaut ist. Und genau das, Leute, genau das wird sich verändern. Und ich kann euch eins sagen, ich will nicht eingebildet klingen, aber das hat mit mir zu tun. Ich spüre das. Entweder die Shapeshifter gehen steil nach oben oder wir versinken im Boden und tauchen nie wieder auf. Aber auf jeden Fall wird's spannend. Auf jeden Fall wird's spannend, Mann. Und Yuri. Arik und Legolas, ihr zwei, ihr habt die Chance, ganz vorne mit dabei zu sein, das sage ich euch. Ihr habt die Chance, so weit von vorne dabei zu sein, wie man nur dabei sein kann, Mann. Ich werde hier das ganze Ding sowas von umkrempeln. Ich habe Beziehungen gemacht. Scheiße, Mann. Das wird gut. Die Sache ist die, du hattest Arik und Felko gesehen, aber in deinem High hast du nicht bemerkt, dass der Tisch, auf den du gesprungen bist, schon noch so ein paar Meter weg war von denen. Die haben schon mitbekommen, was da passiert ist, aber das war jetzt nicht so eine Ansprache, die du eigentlich für die gehalten hast. Also mehr in den Raum rein und viele Leute sind verwirrt vor allen Dingen von dem, was du da gerade gesagt hast. Als die Namen Arik und Felko gefallen sind, haben die aber aufgeblickt und sind zu dir gekommen. Du siehst die beiden jetzt durch die Menge schreien. Sagt er, hey Gaston, was ist dein scheiß Problem, Mann? Komm runter da. Ich geh runter. Ja, Gaston.
Was ist mit dir? Was mit mir ist, Mann? Ich bin genau jetzt am genau richtigen Ort für die Zukunft. Die Führungspositionen mögen irgendwelche Sachen in ihren Tarotkarten gelesen haben, die Negatives bedeuten, aber ich werde das ganze Ding hier umkrempeln, Leute. Ich habe Beziehung gemacht. Die Shapeshifter sind bald nicht mehr die Shapeshifter, über die jeder lacht. Die Shapeshifter sind bald diejenigen, die die ganzen fucking Krähen unter einen Hut bringen. Ihr könnt zugucken und euch zurücklehnen, aber ich sage euch eins, wer mich jetzt unterstützt und wer jetzt dabei ist, ja? Gaston, du hältst besser den Fresse, ganz Mann. Anders aussehen. Alles Gaston. Klar. Felko, alles Felko, klar, Felko ja kommt jetzt zu dir und sagt, Gaston, du hältst besser die Fresse und verpiss dich. Dieser ganze Scheißraum hier ist voller Raben. Und die hören das nicht gerne, wenn irgendwelche Vollidioten sagen, sie wollen irgendwen vereinen oder was auch immer. In dem Moment würde Gaston richtig hart anfangen zu lachen und so ein bisschen auch verrückt tun. Und sagen, wir werden sehen, was passiert. Wahrscheinlich bin ich einfach nur zu high und habe keine Ahnung, wovon ich spreche, aber wer mich ansprechen will, ist herzlich dazu eingeladen und dann wird er einfach den Raum verlassen. Komm, Juri! Ich glaube, ich gucke erstmal, was die beiden Freunde da sagen. Du siehst, wie die beiden so tuscheln. Du stehst noch daneben, ne? Ja, ich stehe so an den Tisch gelehnt. Mhm. Ja, du hörst sie so reden. Der Typ ist völlig drauf, Mann. Ja, aber ich glaube, die meisten halten ihn einfach nur für einen Spinner, was er auch ist. Shapeshifter, Mann, Shapeshifter. Und Arik nickt in die Richtung und du siehst, dass die wieder zu ihrer Gruppe gehen, wo sich so ein Pulk gebildet hat. Du hattest auch die, glaube ich, beim letzten Mal schon beobachtet und hattest gesehen, dass dort ein Rabe in der Mitte dieses Pulkes stand, nämlich der Rabe Kardial aus Dükal. Ein relativ hohes Tier. Ja. Genau. Der quasi der Rabe, der diese Wege, dieses Wegedorf anführt, in dem ihr Rast gemacht hattet. Und du kannst mal Perception werfen. Ja. Such vor allen Dingen nach intense moments in diesem Raum. Ein Trigger, drei Erfolge. Mhm. Als du die Gruppe, zu der Arik und Felko jetzt gehen, einmal abscannst, siehst du eben diesen Raben, und du siehst, dass er, dieser Mann, auch ein Mann mittleren Alters, sehr brutal aussieht. Und mit einem düsteren Blick den Raum auch absucht. Und du siehst, dass er in eine Richtung blickt und dort anscheinend jemanden fixiert hat. Da guck ich richtig hin. Intensiven Blickkontakt hat mit einem anderen Mann, der einmal quer durch den Raum auf der anderen Seite steht. Ja, und du spürst einfach, dass dort ein intensiver Blickkontakt zwischen den beiden herrscht. Der andere Mann, der dort auf der anderen Seite des Raumes steht, ist vielleicht etwas jünger, hat ein sehr markantes Gesicht, 3-Tage-Bart, so ein Sidecut und Haare, die so vorne ihm über die Stirn hängen, also eigentlich so ein Irokesenschnitt, und einige Tätowierungen an der Seite seines Kopfes. Und trägt eine Weste mit einem Fellkragen von einem Marder oder sowas. Für was für Leuten steht der? Er ist ebenfalls umringt von Apokalyptikern. Habe ich da schon mal irgendjemanden von gesehen?
Oder kann das einschätzen, wer das sein könnte? Kannst du mal auf Verstand und Legenden werfen? Zwei Erfolge, ein Trigger. Du kannst mit zwei Erfolgen und einem Trigger nicht genau sagen, wer dieser Mann ist. Du weißt aber, dass die Schar, zu der er zu gehören scheint, das sagen dir diese Linientätowierungen, die an seinem Kopf sind, du hast die schon öfters gesehen, also Mitglieder, die solche Tätowierungen haben. Scheint eine ziemlich große Schar zu sein. Nein, weißt du was, du kennst die Schar, es ist die Rohn-Schar. Eine Gruppe von Apokalyptikern, die eben auf dem Fluss der Rhone und in dem, ihrem Delta ihre Geschäfte macht. Vor allen Dingen rund um Bayonne ist diese Schar aktiv. Das ist doch auch da, wo die Sonnenwind-Schar ihre Issues hat, ne? Bayonne ist tatsächlich die letzte, das letzte bisschen Zivilisation. Bevor das anfängt. Bevor der Sumpf anfängt. Falls du dich noch an den One-Shot, den allerersten, die Genesis One-Shot erinnerst, da wart ihr auch in Bayonne. Ja, okay. Das ist quasi, ja genau, das Dorf, was alle nochmal der letzte Stopp, bevor man in die komplette Wildnis des Sumpfes hineingeht. Die Sonnenwindschar sollen tatsächlich noch viel tiefer im Sumpf drinne. Ihre Hauptquartiere haben. Ja, dann nehme ich das einfach so wahr und dann versuche ich auch den Raum zu verlassen und einfach Gaston zu finden wieder. Alles klar. Du siehst tatsächlich, wie Gaston rausgeht. In dem Moment merkst du auch, dass der Blickkontakt zwischen den beiden abbricht. Und dieser Mann mit den Kopftätowierungen einem seiner Männer ein Handzeichen gibt und auf Gaston zeigt. Ja, gut. Und du siehst, wie dieser Mann ihm folgt. Ja, dann folge ich dem Mann. Mhm. Gaston, du torkelst durch den Raum, Blicke liegen auf dir, aber du gehst wieder zurück in den Flur rein. Wenige Sekunden später hörst du jemanden hinter dir. Hey. Hey. Bin ich auch dahinter direkt? Ich lauf weiter einfach. Du brauchst noch ein bisschen. Hey. Ich hab gehört, hey, du möchtest... Hey. Er guckt dich an und sagt, bist du zu drauf? Und wir morgen reden. Was willst du denn? Mir wurde zugetragen, dass du, nun ja, Burn kaufen möchtest. Es vertreiben willst. Was denn nun kaufen, verkaufen? Was wurde dir zugetragen? Bist du dir unsicher oder was? Was? Dass ich Burn kaufen will oder dass ich Burn vertreiben will? Was möchtest du von mir? Willst du kaufen? Willst Keine du verkaufen? Ahnung, Was wir haben du? Gehört, dass du mit der Sonnenwindschar geredet hast. Okay, und ich darf nicht mit der Sonnenwindschar reden? Oh doch, du darfst mit der Sonnenwindschar reden, aber wenn du deren Burn kaufen willst, dann geht das über uns. Hör mal, mein Guter. Ich hab dich gehört, okay? Kannst wieder gehen. Schönen Abend noch. Und Gaston dreht sich um und geht weiter. Ja, Juri, diese Unterhaltung kriegst du noch mit. Und du hörst auch noch, wie der Typ sich, der andere Apokalyptiker, der gerade mit Gaston geredet hat, sich umdreht und sagt, was für ein verfickter Spinner. Einfach nur drauf. Sollen ihn die Pheromanten doch fecken. Und er dreht sich wieder um und geht in den großen Saal, geht an dir vorbei, Juri. Und du siehst, wie Gaston davon stapft. Lächle ihn an.
Würfel mal Charisma und Verführung. Ja. Warte mal. Oh Gott. Ein Erfolg und zwei Fails. Oh Gott. Spiel mal bitte aus, wie du ihn richtig awkward und schlecht anlächelst. Das ist okay. Das ist voll in Ordnung, okay. Ey. Ich dachte, du machst so. Hi! Ich meine, es ist ein kritischer Misserfolg, aber okay. Warte, aber die Augenbrauen haben sich nicht. Ach so, hast du. Okay. Das ist einfach nur interessiert, ja, als wärst du so ein interessierter Mensch. So. Na? Er guckt dich einfach nur an. Ich war einfach nicht in so Mut gerade. Er guckt dich einfach nur an, als er an dir vorbeigeht. Schön im Kopf. Ich noch zu. Also. Hey. Zu dem schlechten Verhalten gehört. Ach so, okay. er springt überhaupt nicht drauf an. Ja, du schließt wieder zu Gaston auf. Ja. Und ihr beiden bewegt euch aus der Festung raus. Jo. Sehen wir noch irgendwelche Menschenmassen irgendwo? Ihr seht draußen. Auf der Suche nach Stimmung. Ihr seht draußen auf jeden Fall immer wieder Apokalyptiker, die halt reden, in kleinen Grüppchen, rauchen, Burn konsumieren. Das, was Apokalyptiker, einfach doing Apokalyptiker-Shit. Ja, aber. Ich kenne ja einen guten Spot, ne? Ja. Da, wo die Flammenfedern waren. Ja. Wo ich mich einen Abend schlafen gelegt habe. Ja. Dann stoße ich Gaston und sage, komm. Ich kenne einen guten Platz. Alles klar, Mann. Juri, ich sag dir eins. Die Shapeshifter, wie du sie bis jetzt gekannt hast, das ist vorbei, Mann. So oder so. Glaube ich auch. Und mein Weg führt mich nach Toulon, Mann. Kommst du mit? Ich krieg die ganze Zeit nur noch Zeichen. Ich hab dir noch gar nicht erzählt, was mir passiert ist. Was ist dir denn passiert? Mein Weg führt auch nach Toulon. Ich war bei... Alter, Juri. Ist doch egal. Mann, das ist der Weg von den Shapeshiftern, Alter. Ich sag's dir. Siehst du das denn nicht, Mann? Die ganzen Zeichen? Ja, Gaston. Weißt du etwas über Lamul? Lamul... Ich denk drüber nach. Würfel Verstand und Legenden. Null Erfolge, zwei Einsen. Hey. Klar, Mann, Lamul, Alter. Auf jeden Fall kenne ich den, safe kenne ich den. Du kennst den Laden, du meinst genau, den mit den langen, lockigen Haaren und dieser krassen Tätowierer, Mann, der hatte so geiles Burn. Alter, woher kennst du den denn, Mann? Das sind Jahre her, als ich den das letzte Mal gesehen hatte. Wann war das? War ich da 18? 17? Ich weiß es nicht mehr, Mann. Woher kennst du den? Ich glaube, der ist vorhin gestorben. Fuck. Fuck es. Mit den langen Haaren, den Tätowierungen. Er ist tot? Ich meine, er wurde vorhin abgestochen. Oh, fuck. Er war hier? Da in der Festung. Das Blut, das hat ihm gehört. Nein. Doch. Aber das ist mein... Ich weiß nicht, mein Kindheitsfreund, Mann. Komm. Gaston, dein Kindheitsfreund ist tot. Würfel mal bitte auf, womit man mentale Attacken abwehrt. Ich glaube, es ist Psyche und Wille. Ja, würfel ich glaube, ich habe auch irgendwas in meinem Charactersheet, was das betrifft. Warte mal. Zwei Erfolge, eine Eins. Zwei Erfolge reichen. Also du spürst, wie die Traurigkeit dich überkommt. Aber im nächsten... Also du weißt halt, okay, dein Kindheitsfreund ist heute gestorben. Lamul. Du hast ihn geliebt. Erinnerungen an ihn, wie ihr beide am Hafenbecken von Montpellier zusammen spielt, Steine ditchen lasst, schießen wieder in deinen Kopf.
Auf der anderen Seite denkst du dir, ja, Lamul, jetzt ist es vorbei. Du bist hinübergetreten in die Ewigkeit, in die ewige Liebe der großen Mutter des Universums. Du bist frei, Lamul. Gaston würde daraufhin so Yuri in den Arm nehmen und du siehst so, dass Gaston einfach die Tränen das Gesicht runterlaufen und Gaston würde sagen, danke, dass du mir das gesagt hast mit Lamul, Mann. Heute Abend müssen wir auf jeden Fall einen trinken auf Lamul. Er war so nah. Ich hätte ihn so gern wiedergesehen. Lamul, Mann. Reißt mich zeig das mir den mit Spot. Wegen diesem weirden Charisma-Ding? Oder weiß ich immer noch, er ist einfach mega high? Na, es reißt dich schon ein bisschen mit. Wirf ja auch mal nochmal Psycho und Wille. Oh nein, was ist mit uns los? Aber es reicht, mal. Es reicht ein Erfolg. Ich hab bei Willpower steht bei mir nichts. Ah, okay, dann hast du Faith, ja? Ja. Ja, dann würfel das mal. Ein Erfolg. Ein Erfolg reicht tatsächlich. weil du bist auch quasi Coke-Fueled Mindset. Ist egal. Leben, Sterben, alles. Es reißt dich nicht mit. Gaston zeigt mit. Auf den Himmel und schreit, Lamul, Mann! Guck, was wir aus den Shapeshiftern machen! Guck dir das an, Lamul, mein Freund! Ich weiß, dass du dabei gewesen wärst, wenn wir uns getroffen hätten. Ich weiß das, Lamul. Ja. Das ist fair jetzt. Ich weiß nicht, ob ich dich einfach mitziehen soll, oder... Da, zeig mir den Ort, Mann. Zieh mich einfach mit, ey. Ich häng mich an dich ran. Ich brauch irgendeinen Platz zu trinken. Ja, dann... Wir müssen auf Lamul anstoßen, Mann. Ob wir das mit irgendwelchen Feuerfedern oder... Arschgeiern machen, ist mir völlig egal. Oder wir werden gleich Reiki besoffen. Alles klar. Okay, ihr kommt an. Bei dieser quasi Höhle. Wir sind so, hey. Ja, da sind tatsächlich einige Leute, die sich da wieder oder immer noch eingefunden haben. Und diese Feuerstelle brennt wieder. Es riecht nach warmem, leckerem Essen. Ich mag. Und um dieses Feuer herum sitzen schon wieder einige. Die Stimmung ist relativ entspannt. Und ja, als ihr näher kommt, winkt dieser ältere Mann, der da letztens schon an der Kochstelle stand, als du aufgewacht warst, winkt zu dir zu. Ah, Yuri! Ha! Bist du wieder hier? Konntest nicht genug bekommen von meiner Spezialmischung hier. Ja. Du siehst jetzt, dass um die Zelte und kleinen Hütten, die dort aufgebaut sind, noch so ein paar Kinder rennen. Oh. Jetzt haben wir hier den wholesome Platz gefunden, oder was? Ja. Also es hat dann so ein bisschen... Warte, dann winke ich kurz, aber dann frage ich Gaston, wollen wir hier bleiben, wo es schön ist? Oder wollen wir irgendwo hingehen? wo es besser ist. Was meinst du mit besser, Mann? Besser für was? Besser für nicht so viel denken. Wieso? Denken die Leute hier viel? Wenn sie sich um Kinder kümmern müssen? Oder habt ihr Lust zu trinken? Nö, ich hab immer Lust zu trinken. Na gut, also. Vielleicht tut dir das auch ganz gut. Und wenn ihr zu essen bleiben wollt, gerne. Dann steuere ich, gebe ihm, weiß ich, eine Handvoll Wechsel. Genug für uns beide. Und dann setze ich mich wieder irgendwo ans Feuer einfach und... Schon mal was von den Shapeshiftern gehört? Ja, er guckt so, Shapeshifter. Das ist das letzte Mal, mein Freund, dass du diesen Gesichtsausdruck in Verbindung mit Shapeshiftern auf dem Gesicht hast. Das verspreche ich dir. In Ordnung. Du bist ein Freund von Yuri, ja?
Mhm. Ja, ich habe sie gestern kennenlernen dürfen. Ah, kommt her, danke für die großzügige Spende, die Dame. Ja, und er schenkt euch einen Topf aus. Und ihr könnt euch da auch jetzt ans Feuer setzen, wo so eine Handvoll Männer und Frauen sitzt, die trinken und Schnapsflasche rumreichen lassen. Und ich würde sagen, ihr verbringt dort einfach einen entspannten Abend. Ja. Gaston geht in dieses whiskyhafte Alkoholding rein. Der sitzt einfach nur noch da und spricht so ein bisschen mit sich und ist so, klar, die Zeichen haben es gezeigt. Ich weiß ganz genau, wo ich lang gehen muss. Jeder Such einzelne Schritt ist vorher raus. Geplant. Oh ja. Ja, also irgendwann holt Juri ihre Tarotkarten raus. Es ist auch immer ein fun thing at a party, irgendwann Tarotkarten zu legen. ja, und das kannst du machen. Ich hab das in meinem inneren Auge, lehne ich so im Sand, aber an so einen Baumstamm gelehnt. Mhm. Und lehne mich einfach rüber. Und lass Gaston eine Karte ziehen, aber nur eine. Die dritte von links. Ganz klar, die dritte von links, ich weiß es. Hm. Mein Schicksal. Mhm. Siehst du? Es ist eine Konzeptkarte. Ich würde die dir einfach in die Hand drücken. Warte, soll ich sie dir fotografieren? Sag doch einfach, was da steht. Der Heiler kämpft gegen den Zerfall der Welt an. Körper, ja. Erde und Geist. Alte Ordnung soll wiederhergestellt werden. Ja. Gibt nichts auf, in dem noch Hoffnung steckt. So ist es. So ist es nämlich. Genau so ist es. Und jetzt würde ich sagen, durch diesen gigantischen Ego-Trip, ne? Und durch das Ausspielen von The Heretic kriegen wir nochmal richtig Ego-Point-Würfel. Auf jeden Fall. Ihr könnt, achso, warte mal. Du bist die Sucherin. Ich bin der Seeker. Ich krieg bestimmt auch welche. Ja, dafür, dass du dich so in diesen Abend reingeworfen hast und in die Vibes. Auf jeden Fall. Werf mal ein W6. Das regeneriert ihren Ego-Punkten. Ach, entschuldige bitte. Traurig. Ihr kriegt natürlich für euren Burn-Konsum auch Ego-Punkte zurück. Und Juri, das ist ein W6. Noch und eine? Ihr, ja, und das gleiche kriegt ihr auch an Versporung dazu. Du hast das schon gewürfelt, Gaston, aber Juri hat noch nicht Versporung gewürfelt. Das habe ich vorhin vergessen. Aber hätte ich dann auch Ego-Punkte dafür wiedergekriegt? Ja. Also das waren 5 Erfolge mit 2 Triggern. Wie viele Ego-Punkte kriege ich denn? 5. Was Geil. Muss ich denn für Versporung würfeln? Ich habe das, glaube ich, noch nie gemacht. Du, pass auf, du kriegst für Versporung. Also, wenn du eine Burn-Knospe mit sehr hoher Stärke und das hast du von Gaston das bekommen. Das war das richtig gute Zeug, ja. Genau. Dann musst du meines Wissens, ich hoffe, ich habe recht, wenn ich hier die Regeln, ich finde das, genau, potentes Burn hat Stärke 1 Würfel. Das heißt, du würfelst immer die Stärke, wie potent ist es. Schwaches Burn hat immer Stärke 1. Mhm. Du kriegst dann die Menge an Ego-Punkten zurück, plus diese Wirkungen, die ich vorhin beschrieben habe, dass du dich besonders stark fühlst, besonders charismatisch. Du kriegst aber auch den gleichen, also nochmal einen Wert, 1 Würfel an Versporung. Die Stärke an Versporung. Also 1. Ich habe 1 gewürfelt. Ja. Okay. Ein Punkt Versporung. Generell zur Versporungsregel kann ich noch sagen. Sobald du die Hälfte deiner maximalen Versporung erreicht hast, wird... Hast du auch so ein geiles Tattoo wie ich. Hast du ein geiles Tattoo auf der Brust, so wie Gaston. Ein Stigma. Was ist denn, woher weiß ich denn, was ich maximal habe? Die das müssen auf deinem Max Charakterbogen stehen. Genau, Max Infestation. Wenn du hier auf General Origins gehst. Ach, das ist da oben drin. Ich weiß aber nicht, ob ich das da eingetragen habe.
Ist eigentlich automatisch eingetragen. Ja, genau, das errechnet sich aus irgendwelchen Attributen. Ich weiß nicht genau, welche es sind, aber... Bei welchem Attributes? Infestation, unten links. Schräg gegenüber von Ego. Moment. Da unten? Da, okay. Du hast einen Punkt. Das sollte noch nicht zu einem Problem geworden sein. Wenn du irgendwann drei hast, beginnt das Stigma auf deiner Brust aufzublühen. Mhm. Wenn du irgendwann voll bist, muss gewürfelt werden, ob du permanente Versporung bekommst. Oh. Wenn du irgendwann die Hälfte deiner Versporungsskala permanente Versporung hast, bist du komplett lost. Dann bist du ein Leperos. Ich habe das Character Sheet halt auf als PDF und da sind halt nur 6 Punkte ausgefüllt. Deswegen wusste ich einfach nicht, wie ich das eintrage. Ja, das ist ästhetisch sehr schön, aber nicht sehr funktional. Wenn ich jetzt Actual 8 von 8 habe und einen permanenten hier habe und nicht doch einen dazu nehmen musste, dann bin ich wieder bei Actual 0 jetzt, ne? Nee. Die Versporung. Du bist jetzt einfach geklänzt. Die Versporung musst du abbauen. Wow. Die muss ich abbauen. Wie baue ich die denn ab? Die kannst du abbauen durch ein kleines Kräuterbad. Nee, kein Kräuterbad. Es gibt Medizin dagegen. Noch mehr Burn. Und das war's. Ich glaube, es gibt nur Medizin. Es gibt eine Medizin. Das heißt, ich habe jetzt 8 von 8 und muss bei jeder Knolle nochmal würfeln, ob es permanent ist. Ja. Soweit ich weiß. So verstehe ich das. Boah, ich dachte, ich habe die ganze Zeit dann nochmal 0 von 8 und dann nochmal bis 8 hoch und dann würfel ich wieder. Ich würde sagen, also nö. Krass, dann kann ich mich ja gar nicht so hemmungslos wegklatschen. Nice. Nicht komplett nice. Hemmungslos. Das Max beruhigt. Nice, jetzt können wir endlich normal weiterspielen. Nein, ich meinte nice, dass der Typ Greg heißt. Ja. Ah. Aber auch nice. Kannst du Pause machen? Ja, aber ich wollte eigentlich auch so in einer. Obwohl, wir können auch kurz 5 Minuten Pause machen. Ich wollte eigentlich so in einer Viertelstunde, halben Stunde Ende machen, aber dann lass uns noch 5 Minuten Pause machen und wir spielen die letzte halbe Stunde. Okay. Danach. Alles klar. Bis gleich, perfekt. Liebe Leute. Bis gleich. Tschüssi. Tschüssi. Und da sind Hi. Wir wieder. Herzlich willkommen zurück. Oh, manchmal so. Der Teenager in mir, der immer wieder rauskommt, wenn ich weiß, dass jemand. Ich mach auch richtig auf Peace sein, ey. So, wenn mich Leute grüßen. Hey. Ich finde, es ist cute. Vielleicht sollte man einfach mal so ein weirdes Zeichen machen, wo alle sich denken so, hi, und das machst du einfach immer. Hey. Ich mache jetzt nicht alle Zeichen, die mir einfallen. Sorry. Wie dem auch sei. Wir sind hier bei D&D 4D am D-Genesis Dienstag. Spiel The Killing Game. Und wir, unsere Charaktere, befinden sich gerade am Strand in einer kleinen Höhle. Wurden aufgenommen für den Abend von einer Schar. Die welchen Namen trägt? Wie habe ich sie genannt? Flammenfedern. Die Flammenfedern. Eine ziemlich chillige, laid-back Schar, die gerne Leute aufnimmt, mit ihnen säuft und interessante Abende verbringt. So auch mit euch. Ihr habt den Abend dann mit ihnen verbracht, die Nacht noch mit ihnen verbracht, seid dann aber auch irgendwann relativ schnell eingeschlafen. Und erwacht am nächsten Morgen als Erste in dieser kleinen Höhle. Macht das jemand? Ich mach das, weil ich euch was sagen muss, leider. Ihr macht die Augen auf. Ihr versucht zu atmen. Und geratet sofort in Panik. Vor allen Dingen du, Gaston. Oh ja.
Du kriegst gar keine Luft mehr durch die Nase. Machst den Mund auf. Ich versuch's durch den Mund. Ganz, ganz wenig. Und du hustest sofort. Um deinen ganzen Mund herum, aus deiner Nase heraus, tritt weißer so Flaum, Schaum, Pollenzeugs. Du kennst das. Wenn du Burn nimmst, hast du das öfters. Vor allen Dingen, wenn du viel zu viel Burn nimmst. Oder lange Zeit nicht genommen hast. Widerliches Zeugs kommt dir aus der Nase. Weißer Schaum quasi kommt aus deiner Nase, aus deinem Mund. Du musst alles abhusten. Und du hast noch nie so viel husten müssen. Merkst du das? Mit den Fingern werde ich versuchen, das so zu unterstützen. Ja, ja, musst du auch. Also du hustest, übergibst dich, Würgereiz. Du, Juri, hörst es natürlich, dass Gaston da abkrepelt neben dir. Ja, dann helfe ich ihm. Ja, seine Augen tränen, seine Nase läuft. Er sieht aus wie ich mit Heuschnupfen. Nur, dass ihm halt weißes Zeugs aus dem Mund läuft. Ich nehme meinen langen Ärmel und schmier ihm das aus dem Gesicht raus. Ja. Ja, nachdem du abgehustet hast und deine Lungen so ein bisschen befreit hast, geht es mit dem Atmen wieder. Aber es ist ein widerlicher Geschmack in deinem Mund, an deinem Gaumen klebt noch so pelziges Zeugs und unangenehm. Krieg ich mit, dass er so ein Stigma hat? Oder ist das komplett versteckt? Du hast es schon öfter gesehen, du weißt, was er es hat. Ich weiß nicht, wie frei seine Brust jetzt gerade liegt, aber wenn es so ist wie bei Harley im echten Leben, dann sieht man das schon. Oh shit, das geht echt hoch. Ja. Oh, scheiße. Klatsch ihm mal ins Gesicht. Sanft. Hey, Juri, Mann. Fuck, das war großartig gestern. Hoffentlich schließen sich den Shapeshiftern schon bald ein paar neue Leute an. Ich glaube, wir haben echt Eindruck gemacht. Haben wir Eindruck gemacht, Juri? Wir haben uns auf jeden Fall nicht blamiert. Ja, nee. Nee, warum auch? Warum auch? Die Leute brauchen jemanden, der jetzt weiß, wo es lang geht. Der die richtigen Zeichen kriegt und keine negativen Tarotkarten gelegt kriegt. Gaston, was meinst du, wenn wir die Ersten sind, die in Toulon ankommen? Die Ersten. Was meinst du mit die Ersten? Na, ich weiß nicht, wann alle das Nest verlassen. Wann sie zurückfahren. Du bist jetzt direkt los, hä? Ja. Naja, Mann, warum eigentlich nicht? Du willst dir diesen Namen machen für uns, für die Shapeshifter. Wenn wir die Ersten sind, die da sind, dann können wir diese Rolle weiterführen. Ich werde der Heiler sein, Mann. Der Heiler. Ja. Ja, klar. Ja, lass uns direkt los, Juri. Ich weiß nicht, ob wir ein Schiff kriegen, aber jetzt ist Riem ja wieder da. Ob wir ihn motivieren können, uns zurückzufahren. Aber wir können zum Hafen. Zumindest das schon mal. Gaston versucht mal so an seiner Stelle hinten zu reiben und dann sozusagen so, wir brauchen ein Schiff. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Aber wir brauchen ein Schiff, Mann. Könnt ihr da was klären, damit ich die Geschäfte in Toulon aufbauen? Ah, ist egal, Juri, ist egal. Ich hatte gerade nur eine komische Idee wegen einer Sache, die mir passiert ist. Ist wahrscheinlich Quatsch. Ist wahrscheinlich totaler Quatsch. Okay. Hey, meinst du, wir können Legolas noch mitnehmen und Arik? Legolas? Ich glaube nicht, dass... Da war der Typ gestern, der dir hinterhergelaufen ist. Der Spinner. Und Kardial, also
der Rabe von deinen Freunden Legolas und Arik. Ich glaube, die beiden sind nicht so... Ich glaube, wenn wir gehen, dann sollten wir das heimlich machen. Fühlt sich nicht gut an, Freunde im Stich zu lassen, Juri. Wie meinst du, die gehen aus Dukal weg? Warum denn nicht? Die müssen doch gestern gespürt haben, Alter, dass wir den Weg wissen. Warum sollten sie uns nicht folgen? Ich glaube, das sind keine Wanderer. Das... Die wollen sich, die wollen ihre Ruhe behalten. Die wollen ihren Platz behalten. Die haben alle keine Motivation. Du hast recht, man. Scheiß Burn-Opfer, ey. Mit denen kannst du wirklich nichts anfangen. Das sagt der Richtige. Okay. Hey. Ich geh auf, schüttel mir den Sand, den Rotz von Gaston von meinem Mantel. Ich weiß ganz genau, wie ich das Burn benutzen muss, ja? Ich kenne meine Grenze. Also, suchen wir uns ein Schiff. Yes. Alles klar, Juri, du streifst so einen Klumpen, so sandverklumpten Flatschen ab von deinem Handrücken. Und ihr beide geht in Richtung des Hafens. Mhm. Ja, es ist tatsächlich noch relativ früh. Strahlend blauer Himmel natürlich, wie fast immer hier, beziehungsweise wie die letzten Tage auch, aber es ist sehr frisch. Aber es deutet sich schon jetzt an, dass es ein extrem heißer Tag werden wird. Genau, ihr geht quasi runter noch weiter, denn die Festung war oben, diese Höhle war so ein bisschen an so einer Klippe gelegen. Geht runter. Kommen wir bei Beira vorbei noch? Ja, auf jeden Fall. Beira hat sich relativ in der Nähe des Hafens einen kleinen Unterschlupf gesucht. Dann sollten wir bei ihr auch noch mal kurz vorbeigucken, bevor wir uns ein Schiff suchen. Nicht einfach abhauen von sonst. Mir aus. In dem Fall würde Gaston auf jeden Fall einen kleinen Zettel schreiben, auf dem drauf steht: In 10 Minuten am Hafen. Geh. Punkt. Geh. Punkt. G. Aston. Wem gibst du das? Also wenn wir jetzt Beira treffen, dann würde ich ihr das geben. Achso. Sie beten, weiterzugeben. Juri geht jetzt in Richtung des kleinen Zeltes von Beira. Das bunte... Genau. gebartigte Zelt oh, von Beira. Nein. Ja. Da würde ich einfach mit reinlaufen. Da kommst du mit? Okay. Ja, klar. Okay. Ist ein relativ kleines Zelt. Ihr wisst, dass die da drin schläft. Und Juri... Ja, dann bleiben wir, glaube ich, am Eingang hocken oder so. Ja. Ja, ihr hockt euch vor den Eingang hin. Wollt ihr dieses Zelt öffnen, beiseite ziehen? Ja. Ja, dort liegt deine schlafende Mentorin. Hast du noch ein Zettel? Gaston? Hä? Hast du noch ein Zettel? Ja. Oh ja. Ja, steht schon was drauf. Hast du noch einen Zettel? Ja. Ja, hier, nimm. Ja. Meine Güte. Ich schreibe drauf. Mein Weg führt mich nach Cholon. Mehr schreibe ich nicht. Und dann schreibe ich noch Juri. Und vielleicht schreibe ich noch. Ich hoffe, nicht zu enttäuschen. Schöner Brief, Juri. Schöner Brief. Schöne Worte. Beira, aufwachen! Und ich rüttel an dir. Beira! Hier, hallo! Was ist das? Oh, Juri. Oh.
was ist mit euch? Awkward Situation. Ich glaube, Juri wollte sich von dir verabschieden, hat dir einen schönen Brief geschrieben. Ich wollte es gern persönlich tun und hätte eine Bitte an dich. Und zwar hier, kannst du den Brief bitte Arik geben? Am besten in den nächsten 5 Minuten, wäre super. Und sag ihm, dass schon 5 Minuten rum sind, ja? Ich glaube, Bera weiß nicht, wer Arik ist. Sie ignoriert dich, Gaston. Sie ignoriert dich und guckt Juri an. Juri. Sie richtet sich auf und kriecht so zu dir raus. Auf allen Vieren klettert sie aus dem Zelt. Dann steht sie vor dir mit zerzausten Haaren. Oh. Juri, komm her. Und sie nimmt dich in den Arm. Okay, ich drück sie auch. Okay, wow, super. Sind wir bitte fertig? Bitte pass auf dich auf. Bitte pass auf dich auf, mein Kleiner. Ich weiß, dass du gehen musst, aber... Bitte pass einfach auf dich auf. Natürlich. Byra, du weißt sicher auch schon längst durch deine Tarotkarten, was uns bevorsteht, oder? Und was aus den Shapeshiftern wird? Du hast es auch gesehen, oder? Du weißt auch von dem Heiler, oder? Du hast es gesehen, Byra. Okay, also sei so gut und bring den Zettel bitte zu... Sie hält die Hand auf. Arik. Hier. Am besten schnell. Sie nimmt ihn und zerknüllt ihn in der Hand und geht wieder in ihr Zelt. Wortlos. Byra. Du bist eine Bremse, egal von was. Ob es um Spaß geht, um Erfolg. Du bremst es einfach alles aus. Ja, sie hört dich nicht mehr. Also reagiert auch nicht auf deine Sticheleien. Fuck, Mann. Juri, was ist mit dir, hä? Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie sie dir irgendwas beigebracht haben will. Sie hat bestimmt oft angefangen zu heulen, oder? Hat sie angefangen zu heulen, während sie dir versucht hat, was beizubringen? Ich wette. Byra. Okay, ich drück nochmal Byra und dann... Sie ist schon weg. Gaston redet auf das Zelt ein, in dem sie liegt. Also sie hat dich intensiv in den Arm... Achso, okay. Sie hat dich in den Arm genommen, hat sich von dir verabschiedet und du hast... Also, ich weiß nicht, ob du das jemals vorher gefühlt hast, dass jemand sich wirklich ernsthafte Sorgen um dich gemacht hat. Aber das spürst du schon. Also das ist jetzt auch kein Gefühl, was du sonst so von den Mitgliedern deines Kultes oder von sonst irgendwem bekommst. Mann, Byra hat echt nichts drauf, ey. Wirklich. Den ganzen Kult schon seit Ewigkeiten aufgehalten. Es wird wirklich Zeit, dass sich hier einiges ändert, oder? Juri, du musst doch echt froh sein, hier weg zu sein, Mann. Fuck. Zerknüllt sie den Zettel. Ich glaub's nicht. Eine kleine Aufgabe. Sogar dafür ist sie zu alt. Krabbelt in ihr Zelt zurück. So eine Versagerin. Ich glaube, ich gehe an Gaston vorbei. Und geht zum Hafen runter. Ja, Gaston läuft hinterher und schimpft noch weiter über Byra. Ja, genau. Nimm mal meinen Korb mit. Den habe ich bei Byra gelassen. Ja, der ist auch da. Kannst du dir auch nehmen, alles. Mein Reisekorb. Ein kleiner Reisekorb. Ja, ihr erreicht den Hafen, der in dieser Bucht gelegen ist. Da sind einige Stege, so Docks quasi, an denen ja, der jetzt wieder zum Leben erweckt wird, quasi langsam, aber ganz lang. Es ist wirklich noch sehr früh. Ihr seht da 1-2 Schiffe, die gerade fertig gemacht werden. So eine Handvoll Leute, die an denen arbeiten. Ja. Genau. Und als ihr euch umguckt, fällt euch vor allen Dingen eine Dame auf. Also ihr würdet sie jetzt als Frau erkennen erstmal. Aber mit einem sehr, sehr kräftigen Oberkörper wieder. Tätowierte Arme. Also wirklich komplett voll tätowiert. Tattoos, die so ihren Hals hochgehen und ziemlich klar an ihrem Kiefer Halt machen.
Und die ist gerade dabei, einige Taue von einem kleinen Schiff abzuziehen und das, ja, quasi das Segel quasi zu inspizieren, nochmal alles abzuchecken. Die sieht aber... Ja. Das klar. Hier, bitte. Ja, ich gehe zu der. Ja. Und sag, hey. Du. Ja? Heute bist du eine einfache Frau, die ein Schiff hat. Und morgen, wenn du uns rübergebracht hast nach Toulon, kannst du schon eine Königin sein. Aber wenn du kein Interesse hast, dann frage ich irgendwen anders. Würfel mal auf Charisma und Verführung. Minus eins. Ich dachte, du benutzt jetzt mal deinen Charisma-Effekt. I'm about to do that. Ich muss dir leider sagen, nee, mach minus zwei. Sie hat keinen Bock darauf, einfach eine Frau mit einem Boot zu sein. Und sie hat auch keinen Bock, eine Königin zu werden. Das ist alles voll an allem vorbei, was sie geil findet im Leben. Seduction soll ich machen, oder was? Ja. Also, achso, minus zwei. Da habe ich ja keine Plus-Dinger drauf. Ich habe sowieso keine Plus mehr, ne? Nee. Das war ja nur ein Tag. Ja, also du wunderst dich gerade echt, warum das alles nicht mehr so geil float mit den Menschen. Oder? Zwei Erfolge, zwei Trigger. Sie guckt dich an und guckt dich mit diesem Blick an. Was ist das für ein Trottel? Aber... Du willst keine Königin sein, hä? Du willst keine Königin sein. Du willst selbstbestimmt durch die Welt ziehen, ist okay. Was auch immer du dir wünschst, irgendwann werde ich es für dich wahr machen, wenn du uns rüberbringst. Du fährst doch eh, oder? Mach ich's schlimmer? Sie guckt zu Juri rüber und sagt... Mädel, was ist mit deinem Freund hier los? Der hat noch ein bisschen Hangover-Kater. Oh. Wir suchen eigentlich nur eine Überreise ins Land, Toulon, irgendwie nah an Toulon ran. Jetzt schon? Ja, wir... Ihr seid frühe Vögelchen, hä? Ja, wir sind ja so komisch immer. Was seid ihr? Merkwürdig. Von welcher Schar seid ihr? Genau. Die Shapeshifter. Jetzt wirst du noch kichern. Aber schon bald wird der Shapeshifter-Name überall zu hören sein. Lass sie doch einfach erstmal denken. Lass sie doch erstmal einfach über uns nachdenken. Juri, ich sag's bloß. Ich sag es doch bloß. Ist das die Frau von den Rostfalken? Gesehen hab? Nein. Nee, okay. Du hast sie noch nie vorher gesehen, diese Frau. Es gibt absolut keinen Grund mehr, sich für die Shapeshifter zu schämen. Also ich und Gaston, wir können beide mit anpacken auf dem Boot. Das wird gar kein Problem sein. Wenn das hilft. Ich hatte eigentlich vor, mich hinzulegen. Hey. Ich kann auf jeden Fall mit anpacken auf dem Boot. Solange ihr zahlt, müsst ihr überhaupt nicht anpacken. Wir zahlen Merrick später, ist mein Name. Und zwar wesentlich mehr, als du dir vorstellen kannst. Merrick, hi. Merrick. Hi, Merrick. Ihr seid... Juri. Gaston. Schön. Schön. Hey, ich hätte nicht gedacht, dass jemand schon so früh kommt, aber... Warum nicht? Was möchtest du denn für die Überfahrt? Ach, für zwei Leute? Mhm. 500 Wechsel wären schon schön. Du nimmst uns einfach so mit rüber. Und wenn die Shapeshifter so groß sind, wie ich dir versprochen habe, dann wird es nicht dein Schaden sein. Nein. Habe ich so viel Wechsel? Wir haben das nie besprochen. Oh, wie viel Wechsel du hast? Mhm. Ich sag mal so. Ich weiß, Bayra hat das bei Riem, bei Riem für die erste Überfahrt bezahlt bei mir. Also ich würde sagen... Du hast 500 Wechsel dabei. Oh shit. Gaston, hast du noch was? Ich habe 11.409 Wechsel. Sagst du mir das? Nö. Aber ich kram in meinen Taschen und drücke einfach 500 hin. Hm.
Ich drücke einfach 500 in die Hand und sag, hier, selber schuld. Hätten aber was aus dir werden können. Du patschst es ihr in die tätowierte Hand. Sie guckt dich nochmal an. Sie hat so ein an den Seiten sehr kurz rasiert und dann so ein Wikinger-Cut. Und sie sagt, schade, ne? Passiert. Rauf mit euch. Danke. Boah, jetzt hätte ich... Ich suche ja aus meinem Korb eine nette kleine Blume raus. Eine nette getrocknete Knospe oder so. Kein Burn. Aha. Gibst du sie ihr? Mhm. Mhm. Ja, sie guckt die so an und sagt, hübsch. Sie macht das Boot los und es ist ein relativ kleines Boot. Es gibt nur einen ganz, ganz kleinen Unterdeckbereich. Man geht da so eine dreistufige Treppe runter und da muss man schon gebückt gehen. Und es ist eigentlich nur so eine Bahre quasi, auf die man sich legen kann und potenziell schlafen kann. Ja. Sehr klein das Boot, aber auch sehr flink. Und ja, Merrick manövriert euch aus dem Hafen heraus. Und Will sie uns nach Toulon bringen oder ans Land einfach nur? Sie will euch nach Toulon bringen, wenn ihr dahin wollt. Ja, perfekt. Hey, Merrick! Du hast nicht zufällig was zu trinken an Bord? Proviant kostet extra, Freundchen. Ach komm, ich weiß, du bist eine Halsabschneiderin. Hier hast du nochmal 100 Wechsel oben drauf. Okay. Bring mir was zu trinken, ich leg mich auf die Pritsche und fahr mich schön vorsichtig rüber. Da hinten in der Kiste. Trink nicht gleich alles auf einmal. Danke. Du wirst dir noch in den Arsch beißen hinterher, dass du dieses Angebot, was ich dir vorhin gemacht habe, ausgeschlagen hast. Sehr dumme Entscheidung. Ja, sie guckt so ein bisschen genervt in deine Richtung, Yuri. Mhm. Ist ja immer so. Ja. Ach ja, tolle Gesellschaft. Ja, tolle Gesellschaft. Mir schreckt leid. Ja. Wie seid ihr hergekommen? Mit dem Boot. Riem aus Türkei. Aus Türkei, oh, Riem. Mhm. Ihr seid über den Sichelschlag gefahren, hä? Hm. Wie fährst du denn? Mutig. Du merkst, wie das ihr, als du ihr das erzählst, dass es schon so ein bisschen ein Downer für sie ist. Mhm. Sie sagt, ich fahre die Route nicht mehr. Zu gefährlich. Ja. Wir haben diese Gasblasen aufsteigen sehen, das war schon ganz so toll. Brauchen wir trotzdem Tücher? Sie fährt, sie starrt auf das Meer hinaus und sagt, nein, hier nicht. Die Mittelmeerrouten sind sicher. Zumindest was das betrifft. Was meinst du, wie lange wir fahren nach Toulon? Wenn wir schnell sind und uns keine Geißler auf dem Weg versuchen, das Licht auszupusten, vielleicht 4-5 Stunden. Also, wenn irgendwas ist, dann sag mir einfach Bescheid, ob ich irgendwo helfen soll. Ich mach das. Ich guck noch mal kurz nach Gaston. Ganz kurz. In Ordnung. Ganz kurz. Gaston liegt auf der Pritsche und hat den Richterhut so halb wieder über dem Gesicht, über den Augen. Aber der Mund ist noch frei, damit er ab und zu so im Halbliegen aus der Flasche nippen kann. Ich suche aus meinem Korb noch eine Pflanze raus, eine Heilpflanze. Ja. Irgendwas Nettes, Getrocknetes. Irgendeine Heilblume. Und dann sage ich auch noch, danke, dass du das bezahlt hast.
Kein Ding, Juri, gehörst doch zur Schar. Da gebe ich ihm eine kleine Heilpflanze. Was ist das? Kann man das rauchen? Nein. Ich kann es dir ins Haar stecken. Was ist das? Nein. Was soll ich damit? Eine Geste. Eine Heilpflanze. Das ist, weißt du, symbolisch für... den Heiler. Ja. Alles klar, Mann. Ich verstehe. Okay. Lass sie einfach in Ruhe. Merrick. Wenn irgendwas ist, wenn die Geißler uns killen wollen, dann kannst du kommen. Okay. Juri, sie hat sich dafür entschieden, uns nicht zu unterstützen. Natürlich lasse ich sie jetzt in Ruhe. Okay. Und ich würde irgendwie so ein Lederband irgendwo abmachen, irgendwo abreißen an der Klamotte oder so und diese Heilpflanze da dran festmachen und mir so um den Hals machen. Very good. Alles klar. Ich gehe einfach raus und setze mich wieder ans Boot. Ich bin auf dem Boot. Ja, Gaston, dieser Geruch von dieser Heilpflanze steigt dir jetzt in die Nase, so ein bisschen Vicvaporub-mäßig, und hilft dir echt tatsächlich, so ein bisschen zu entspannen und dich auch von deinen Katersymptomen zu befreien. Und generell kannst du immer wieder einen Schluck vom Schnaps trinken und so ein bisschen in so einen Konter-Rausch reinkommen. Und du lässt den Tag von gestern nochmal Revue passieren. Und du kannst jetzt nochmal einen Wurf auf Intelligence und Legends würfeln. Um dich gottverdammt nochmal dran zu erinnern, wer dieser Typ war, der dich da angesprochen hat. Brauche ich nochmal 5 Erfolge? Um genau zu wissen, wer er ist, ja. Ab 2 Erfolgen weißt du ungefähr, woher du ihn kennen musst. Gebe ich jetzt nochmal Ego Points dafür auf, ey. Ich würde sagen, du regenerierst doch immer, wenn du schläfst, einen Ego Punkt. Ah, dann habe ich 10. Einen oder ein Würfel? Einen. Ja, komm, dann gehe ich nochmal 3 aus. Bin ich wieder runter auf 7. Und mach mir plus 3 bei Legends. Das ist echt nicht meine Stärke. 2 Erfolge, 2 Trigger. Alles klar. Gaston, du weißt, dass dieser Typ irgendwas mit deiner Schar zu tun hatte. Es könnte ein Mitglied gewesen sein, der Shapeshifter. Vielleicht habt ihr sogar schon mal zusammengearbeitet. Das. Warte doch, das könnten 2 Typen sein. Entweder gab es da mal einen, das war so ein Giftmischer, von dem hast du in Toulon tatsächlich ein Gift gekauft, was du für ein Attentat benutzt hast. Entweder war das der Typ, oder es gab noch einen Typen, der ein Scharfschütze war. Oh nee, fuck, es war der Scharfschütze. Diese Brille, die er auf... Du kommst aber nicht auf den Namen, Alter. Er hat dir ellenlang erzählt, wie ihm dieses Nachtsichtgerät oder irgendwie sowas, keine Ahnung, wie er das genannt hat, dieses Fernrohr auf sein Brillenfernrohr oder was auch immer, ihm geholfen hat dabei, ein besserer Scharfschütze zu sein. Hm. Ihr habt zusammengearbeitet. Der kann doch mal nützlich werden. Alles fügt sich. Juri, du bist wieder mittlerweile an Deck angekommen und mit überragender Geschwindigkeit rast ihr über das Mittelmeer.
Ich habe gerade mal geguckt, wie schnell ein Boot fährt. Und dann war ich geschockt. Weil die so langsam sind. Oh nein. Und ich musste auch erstmal umrechnen, Knoten in Kilometer pro Stunde. Wenn das 200 Kilometer sind, ich habe gesehen, ein Segelboot ist irgendwie 20 km/h. Das ist gar nicht mal so schnell. Oh. Nee. Sie fährt auf jeden Fall schneller. Ihr Boot ist mit einem Motor unterstützt und kann richtig schnell werden. Das ist auch ein kleines Boot. Sehr schnell wird es. Ja. Und sie ist anscheinend eine Expertin in dem, was sie macht. Ihr fahrt weiter über das Mittelmeer, was blau ist und kräftig, ja, einen kräftigen Wellenschlag hat, der nichts mehr mit dieser Suppe zu tun hat, die ihr beim Sichelschlag gesehen habt. Ihr seht auch keine Feuerbälle mehr, die aus dem Meer herausschießen, keine Blasen, keine seltsamen Strudel. Es ist ein relativ normales und friedliches Meer. Und ja, Juri, du hast das Gefühl, dass vielleicht auch der Heiler, den du gestern gezogen hast, für diesen Moment gerade steht. Was du siehst, ja, hier ist das Meer, was noch gesund ist, unberührte Natur. Und dann siehst du am Horizont einen kleinen schwarzen Punkt auftauchen. Und auch Merrick scheint ihn zu erkennen und guckt zu dir rüber und sagt: Müssen wir umfahren. Eine der Stahlinseln der Neolibia. Okay. Da wimmelt es nur so von Geißlern. Aber es ist auch ein guter Anhaltspunkt, um zu wissen, dass wir schon nah dran sind. Findet man immer wieder diese Biester auf Hamsas Route. Hast du die schon mal bekämpft? Oder ein bisschen begegnet? Oh, du meinst die Neolibia? Die Geißler. Ach so, ja, klar, klar. Oh, schon das ein oder andere Mal sind wir angegriffen worden. Ich meine auch mit gutem Grund. Ich habe früher so viel Scheiße gebaut. Hier auf dem Mittelmeer. Und das war noch damals, als die Neolibia noch nicht so schlau waren wie heute. Guck dir das Ding an. Und sie zeigt in die Ferne und du siehst da echt nicht viel. So ein klein, am Horizont ist so ein kleines Türmchen oder so. Glaub mir, wenn wir näher dran wären, dann würdest du sehen, das sind verfickte Kraken aus Stahl, die aus dem Mittelmeer ragen. Überall legen Boote an. Und dort wird die Ware aufgeteilt. Auf mehrere kleine Boote. Okay. Schon clever. Früher sind die tatsächlich mit Frachtern teilweise hier lang gefahren. Groß und schwer, ziemlich leichte Beute. Naja. Naja, dann sind wir auf unserem kleinen Boot. Ich meine, von uns kann man ja nichts holen. Oh, das ist den Geißlern ziemlich scheißegal. Ich meine, die Frachter haben wir gejagt. Die Apokalyptiker. Ja, ich hab schon gedacht. Aber, nee. Wenn die Maskenmänner uns sehen würden, dann müssen wir richtig schnell sein. Aber wir sind richtig schnell, deshalb sehen sie uns nicht. Ah. Und sie guckt wieder raus aufs Meer. Und ihr prescht weiter. Unter einer brennenden Mittagssonne mittlerweile. Weiter in nordwestlicher Richtung und seht irgendwann die Küste Südfrankas am Horizont auftauchen. Gaston, kommst du irgendwann noch raus? Nee. Du hängst einfach die ganze Zeit da. Nimmst immer wieder einen kleinen Schluck aus der Flasche. Döst immer mal so weg. Also, wenn jetzt irgendjemand irgendwas rufen würde oder so, oder irgendwas meine
Also ansonsten gehe ich davon aus, dass eine todeslangweilige Überfahrt einfach nach Toulon, bla bla bla. Ich mag Schifffahrt eher nicht so und wird er wirklich eher gefühlslos unten bleiben, trinken, wegdösen und hoffen, dass die Fahrt bald vorbei ist. Alles klar. Gaston, dann wirst du von einem Horn aus deinem Dösen gerissen. Das ertönt, als ihr in den Hafen Toulons einfahrt. Dann würde ich an Deck gehen. Alles klar, dort stehen Juri und... Oh no, warte. Wart ihr Player die ganze Zeit auf der Toulon-Karte eigentlich? Nein. Nein? Ja. Oh, das tut mir natürlich leid. na, der Stream war die ganze Zeit auf der anderen Karte. Ja, okay, wenn ihr es nicht... Wichtig ist, dass ihr jetzt auf der Toulon-Karte seid, wo ihr nämlich einfahrt. Ihr fahrt in den Hafen dieser Stadt ein, der hier von einigen Klippen im Süden quasi eingekreist wird. Aber ihr fahrt weiter und weiter an Port La Gagne vorbei, dem alten Hafenviertel Toulons, an Feralis, einem Industrieviertel, wo ihr einige Lagerhallen seht, die schon ein bisschen heruntergekommen zu sein scheinen. Was überhaupt nicht heruntergekommen ist, ist der nördliche Hafen. Und als ihr reinfahrt, seht ihr schon, dass da sehr, sehr viele große Schiffe auch schon anlegen. Also als ihr in diese Bucht reinfahrt, in der Toulon liegt, seht ihr schon ziemlich große Schiffe. Größer, als ihr wahrscheinlich jemals gesehen habt, zumindest von so nahe, ist das schon was Besonderes, die zu sehen. Und die legen alle in diesem Nordhafen an, der hier neben einigen Holzkonstruktionen liegt. Riesige Türme, die aus dem Wasser ragen. Und ihr überblickt einfach diese Stadt, dieses Panorama, den summenden, brummenden Hafen von Courageant, den ihr allerdings nicht befahrt. Denn Merrick wird an einem kleinen Steg in Port La Gagne anlegen. Port La Gagne. Erstmal, warst du schon mal hier? Ja. Okay. In Toulon? Keine Ahnung. Ja, es wird dir gefallen. Riech doch mal all die ganzen Gerüche vom Hafen. Aber denk dran, dass wir hier nach was ganz Bestimmtem suchen. Ja, egal was wir suchen. Glaub mir, hier werden wir das finden. Merik legt an, ihr seid raus, sie geht auch nochmal an Land und sagt, hey, war mir eine Freude, gerne wieder. Gerne. Vielleicht triffst du beim nächsten Mal auch bessere Entscheidungen, Merik, danke für die Überfahrt. Kein Problem. Falls ihr Hunger habt, so wie ich, da drüben ist der Fischmarkt. Traditionsreich bis zum Ende. Ich wünsche euch viel Spaß. Und ja, sie verabschiedet sich, winkt euch nochmal und zieht los. Gaston winkt auch und... vier Finger. Ja, und dann sehen wir euch dort stehen. In dieser riesigen Stadt. Ihr wisst noch nicht genau, wo es hingehen soll, beziehungsweise Gaston weiß ganz genau, wo er hingehen muss. Juri, wirst du hier finden, was du suchst? Liebe Sucherin? Gaston, wirst du hier
das Chaos stiften, disruptiv tätig sein und die Apokalyptiker heilen? Auf jeden Fall. Das werden wir herausfinden beim nächsten Mal. Und ich sage hier, endet die Session. Baby! Awesome. Liebe Leute, ich fand's richtig, richtig cool. Und ich bin gespannt, wie das alles wird. Denn morgen sind wieder Andy und B da mit Loophole und René. Und die erleben noch ein kleines Abenteuer. Und zwar auch... Nee, die sind noch quasi 24 Stunden vor euch jetzt. Die sind quasi mittags am Tag davor. Und ja, mal gucken, was da so passiert. Haben sie ja noch einen Tag Zeit, um nicht zu sterben. Sie haben einen Tag Zeit, nicht zu sterben, coole Sachen zu machen. Mhm. Und dann starten wir beim übernächsten Mal alle zusammen wieder. Yes. Und dann haben wir dieses kleine Abenteuer der Split-Party überstanden. Oh, ich bin gespannt darauf. Das Zusammentreffen wird, glaube ich, spannend. Ich bin vor allen Dingen gespannt, wie dieser Clusterfuck an verschiedenen Motivationen hier zusammenkommt. Ja, aber es macht mir riesen Spaß, diese Kampagne zu spielen. Es war mir riesen Spaß, dass wir so oft in diese Welt abtauchen können. Schon bei und Folge 5. Wir sind schon bei Folge 5, ey. Ja, und vielen, vielen Dank an alle Leute, die zuschauen. Maynard Memory, always a pleasure. Shitrag, always a pleasure. Und ich hoffe, es sind auch alle Zuschauerinnen und Zuschauer, ob ihr das jetzt bei Twitch live seht oder bei YouTube im VOD, morgen dabei, wenn wir um 19 Uhr nochmal spielen. Und übermorgen, am Donnerstag, den 12., wenn wir auch um 19 Uhr Curse Strut spielen. Curse Strut. Das wird gruselig. First day forever. Curse Day Forever. Liebe Leute, dann bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Bis morgen. Ich guck mal rein. Ja, viel Spaß. Bis dann. Tschüssing. Tschüss. Tschüssing. Ja, ist doch mal eine Sache, die ich sagen kann. Komm, wir hören noch kurz in die Musik rein. Ciao!